Ich hatte auch Angst, meinem Trainer das zu sagen. Dass ich, ja, Philipp, ich gehe zu Herz. Sydney ist dann zur EM gefahren? Das war jetzt in der U19 schon, das ist schon ein höheres Alter. Mhm. Und man spielt einfach Europameisterschaft für das Land und ich habe sogar Stamm gespielt, jedes Spiel. Und dann bin ich in die Slowakei. Habe ich mir vertraut und bin in die Slowakei gegangen. Und da lief es doch auch so wieder gut, ne? FC Duck. Ja, ja, es lief wieder super. Das, Verletzungen können manchmal leider alles zerstören, ne? So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu meinem neuen Format Storytime mit Bilo. Storytime mit Bilo. Mein erster Gast, ich hätte mir niemanden besseren vorstellen können, wirklich, als mit Fritte himself. Sehr cool, dass du dabei bist, Bro. Hallo, freut mich sehr. Nee, wirklich, sehr, sehr stark. Um das ganz kurz mal vorzustellen, mein Format ist so geplant, dass ich Spieler ranhole, gerade die, welche, die aktiv sind, welche, die es nicht geschafft haben. Und da will ich so ein bisschen die Story von den Spielern hören. Und ich dachte, es kann nicht besser starten als mit Sydney Friede. Und würde ich sagen, let's go. Starten wir das Teil. Was passiert jetzt? Was willst du wissen? Kannst du erstmal erzählen, Bro. Ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen. Werden wenige sein. Wie alt bist du, Bro? Wie ist dein Name? Wo kommst du her? Ich bin... Das muss ich so lange nicht mehr machen. Alles ich bin Sydney, 24 Jahre alt, aus Berlin. Richtig. Berliner Junge. Sehr stark. Wie ihr alle mitbekommen habt, ich habe mit Sydney damals nicht zusammengespielt. Aber wir haben bei dem gleichen Verein gestartet. Wir kommen auch aus dem gleichen Bezirk, aus Berlin. Daher kenne ich Sydney so, sage ich jetzt mal, vom Fußball. Aber so einen nahen Kontakt haben wir jetzt seit halbes Jahr so circa oder ein bisschen länger. Und ja, ich will von dir gerne wissen, Bro, wie ist es bei dir, wie hat es bei dir angefangen, mit wie vielen Jahren hast du angefangen, wo hast du angefangen? Fußball, genau. Ich weiß ja, dass du, glaube ich, nicht bei Hertha angefangen hast. Nee. Ich habe halt sonst immer im Kindergarten und sowas gezockt und hat halt Kindergarten? Früh, früh gesehen, dass ich das richtig gut bin. Ja. Und dann bin ich mit 6 mit meinen Kumpels in den Verein gegangen, zu SC Starken. SC Starken, by the way, wollte ich gerade sagen. Viele aus Berlin, die jetzt gerade nicht bei Hertha spielen, also im Nachwuchsleistungszentrum, dann sind es so halt so ein bisschen kleinere Vereine, die auch eine gute Jugendarbeit machen und da gehört auch Starken dazu. Nur mal ganz kurz so, by the way. Starken TB. Starken TB, ich würde noch sagen, Hertha Zehlendorf eigentlich noch. Hertha 03. Oder? Hertha 03, genau. Genau, also du hast mit 6 bei Starken angefangen. Ja. Ist ein bisschen früh, ich habe mit 3,5 schon angefangen. Im Verein? Hertha. Im Verein? Ja, bei Hertha. Mit 3,5 habe ich bei Hertha. Ich schwöre, ja. Bei den Minis, sagt man dann, Bubis. Also du hast erst noch einen Kindergarten und so, dann wurden die Leute auf dich aufmerksam, sage ich jetzt mal, oder man hat gesehen, ja, du bist besser als die anderen. Ich war halt ein übertriebener Fußballfan und so und dann ist halt normal, dass man irgendwann einen Fußballverein geht eigentlich. Mhm. Und dann, bist dann meinten du, die, lass da hingehen und dann bin ich, okay. Ich kannte keine, ich wusste gar nicht, was das ist, erst zu starten. Okay, und hat da irgendwie jemand von den Eltern irgendwie dir geholfen, deine Mutter oder so? Oder war es so komplett dein eigenes Ding, dass du so gesagt hast, du würdest jetzt einfach zum Verein gehen? Mit meinem Kumpel zusammen. Wirklich jetzt? Ja. Wir meinten, lass mal im Verein gehen und dann meinten wir, lass zusammen gehen und dann noch okay, cool. Okay, krass, guck, das ist zum Beispiel ganz anders als bei mir. Das war dann, wie ich jetzt gerade so raushöre, so ein bisschen einfach, weil du Bock hattest, weil du gemerkt hast, du liebst Fußball und dachtest ja einfach, komm, gehen wir mit 6, gehen wir mit einem Kumpel einfach, wie, der bist du einfach zu Starken gegangen zum Verein? Ja? Hast du gesagt, kann ich mittrainieren oder wie? Keine Ahnung, ich glaube, der kannte irgendwie jemanden dort. Oder der wollte sowieso dahin wechseln oder da einsteigen. Und dann meinte er, ja, komm auch, du bist gut und so. Okay, und dann hast so, du bei Stark angefangen? Ja. Wie lief es dann? Also, so, da war ich ein halbes Jahr bei Minikickers und dann war ich direkt bei der ersten F. Und dann habe ich... Weil du gut warst? Also, weil du besser warst? Oder kam es dann einfach so automatisch? Warum? Warum wird man okay, hochgezogen? Okay, gut, ja. Drei Jugenden hoch. Warum? Drei Jugenden hoch? Ja, erste F. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Drei hoch? Zwei. Boah, das ist schon... Das ist schon 96er. Das ist schon... Was? Ich bin 98er. Krass. Okay. Dann war ich da. Dann war ich in der ersten F. Dann war ich noch ein Jahr in der ersten F. Dann war ich dann mit den 97er, mit Maxi Mittelstädt und so zusammen. Ach stimmt, Maxi Mittelstädt hat auch... Stimmt. Boah, ja. Boah.
Ich habe, glaube ich, ich glaube sogar, dass Maximil dich bei SC Starken so mäßig, ich glaube, sein Name steht da auch irgendwo. Ist das bei dir auch so, dass du so irgendwie so Paten, also so irgendwie so. Nee, der hat ja auch so Ferienschule und so. Genau, genau, das meine ich, genau, das meine ich, genau, das meine ich. Ich habe sowas nie gemacht. Gut, dann warst du bei Starken erstmal eine Zeit lang. Aber das war einfach noch für dich so auch eher noch Freizeit so mäßig, ne? Einfach so ein bisschen kicken. Das war einfach so, ne? Viele haben Fußball gespielt, ich auch. Einer von vielen. Dann kam auch Momo und so dazu. Chovic? So Richtung nach 1. F. Okay. Ich weiß nicht, 1. F oder ein Jahr danach, 2. E, ich weiß nicht ganz genau. Die kam dann von Klado oder Gato. Und dann fing es irgendwie an, dass wir in Berlin gut abgeschnitten haben. Mit also mit Starken, ja. Also es kommt dann öfter vor, dass dann die größeren Vereine, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die so ein bisschen abwerben. Gerade in Berlin, gerade Hertha ist ja so, dass dann... noch nicht abwerben, sondern einfach, dass wir besser waren als Hertha zum Beispiel. Oh. Unsere Jugend. Okay. Wir hatten so gute... Unser ganzer Kader von der U13, das war unser letztes Jahr bei Starken, da sind 4 zu Hertha gegangen, einer 4. zu Braunschweig, einer zu Nico Franco, wo ist er gegangen? Zu Hoffenheim direkt? Irgendwie so Hoffenheim oder RB? Ich glaube, nicht Hertha und dann RB und dann irgendwie so. Ja, irgendwie so. Genau, auf jeden Fall hatten wir... Auf jeden Fall eine gute Jugend, die wirklich gut war und die war in eurem Jahrgang damals als kleinere besser als Hertha, kann man da... Ja, also wir haben dann so... Und das ist dann auch, das merkt man dann auch, also das bekommt ihr dann auch dann, bekommt man dann auch mit. Wir wurden Berliner Hallenmeister, Berliner Meister auf dem Feld, wir wurden Nordostdeutscher Hallenmeister, und ich war überall halt bester Spieler, bester Torschützkönig. Also. Krass, okay. Ja, und dann ging es los, dass... Warte mal ganz kurz, du bist ganz normal in Spandau auf die Schule, wo bist du auf die Schule gegangen? Eine ganz normale Schule, ne? Berwinkel. Okay, eine ganz normale Schule war das, okay. Weil darauf will ich nochmal später zurückkommen. Ja, und dann kam ein Angebot von Hertha. Das wurde auch schon früher so gelabert und sowas. Ante ist ja auch so. Hat sich auch rumgesprochen, da ist jemand, Sydney, sag ich jetzt mal, der gut ist, bla bla bla. Und wie kamen die auf dich zu? Ich meinte, nö, will ich nicht. Ich meinte, ich wollte bei starken Profi werden. Wirklich? Ich hab mal so mit den Profis zugeguckt, Oberliga oder so. Scheiße, okay. Die steigen bald auf. Und dann bin ich mit meinen ganzen Kumpels oben bei den Profis, dachte ich. Hä, geil, okay. Also ich wollte gar nicht zu Hertha gehen. Wie kam Hertha? Also wie sind die auf dich zugekommen? Also hat dich einfach jemand angesprochen? Ich glaube, Ante hat es meiner Mutter gesagt. Also Ante, der Trainer von Hertha, vor kurzem Hertha-Trainer war, ist der Vater von Momo. Und Momo war seit ich 10 Jahre. Ihr habt immer zusammen gespielt? In meiner Mannschaft, ja. Okay. Dann sind wir zusammen. Also erstmal war es so, 4 haben Angebot bekommen. Erstmal nur ich sag so, Mama, nein, ich will nicht zu Hertha und so, ich hasse die alle, weil es waren immer unsere Konkurrenten. Ja, Starken, wir waren besser als Hertha, sogar, man spielt ja gegen 99. Ja, klar. Und wir haben sogar gegen die 98er gewonnen. Wow. Und dann dachte ich mir so, nein, warum soll ich hingehen, wenn die besser sind? Denn ich weiß nicht, wie es sich entwickelt hat und ich hatte auch Angst, meinem Trainer das zu sagen. Dass ich, ja, Philipp, ich geh zu Hertha. So, ich hatte mies Angst vor meinem Trainer. Philipp, aber super Job gemacht. Und André Bandit. Wer? André Bandit und Philipp Klatt. Der Bandit sagt mir was. Der Name ist der ist doch ein bisschen. Er ist ein super Trainer. Der sagt mir was auf jeden Fall. Auch bei Stützpunkt jetzt, glaube ich. Genau. Also mit wie vielen Jahren bist du dann zu Hertha gegangen? In der U14, also mit 13. U14 ist aber schon. Nach dem Jahr. U14 warst du erst bei Hertha. Und auch okay, nur. Krass. Und auch nur, weil wir meinten, okay, wir gehen alle 4. Es waren Jan Waltersdorf, ich, Flo Egerer und Momo. 4 Spandauer sogar. Momo spielt jetzt in der U23. Flo Egerer spielt jetzt, der hat einen Profivertrag, ne? Er ist von Meppen, Kapitän, dritte Liga. Echt? Nice. Schöne Grüße, Flo. Was für Starken für eine Mannschaft hat. Krass. Überleg mal, Leute, zum Beispiel, wie es sich bei Ihnen entwickelt hat. Er ist einfach gewechselt, weil 3 Freunde mitgekommen sind. Sonst denkst du, du wärst wirklich nicht gewechselt? Nein. Okay, krass. Ich höre. Okay, krass. Okay, und dann bist du zu Hertha in die U14. Hm. Aber U14 ist, finde ich, schon bei Hertha da, wo es dann langsam. Da geht's auf Großfeld gerade erst. Wollte ich gerade sagen, da ist es so, wo es dann wirklich langsam nicht, doch, ernst wird, aber auch in dem Sinne, dass man so ein bisschen merkt, ich weiß nicht, ob in der U14 schon was verdient, weiß es jetzt gerade nicht. Ein Jahr später. Oh, okay. Dass man dann so ein bisschen auch, okay, wie war dann für dich so der Start? Ja, der Start und der Unterschied von Starken, einem kleinen Verein, zu Hertha, einem Verein, der ein Nachwuchsleistungszentrum ist, der ein Bundesligist ist. Mhm. Also wie war für dich da so dieser Change? Also ich fand spielerisch so, war nicht so viel Umstellung, weil wir waren halt auch gut, beste Starken. Aber es war jetzt so ganz andere, ganz mehr anderes Training Feeling, und so, mehr Training? Professioneller das Training mit Fitnesstrainer und was weiß ich alles. An der U14 schon. Ja. Ach, das war bei mir auch schon so. Und am Anfang habe ich mich so gar nicht wohlgefühlt, ich habe nur so mit meiner Dreiklicke gespielt. Da war so Michael mit Brille und so, ich denke so, was ist das? Man kannte die ja alle, Youssef und so. Ja, ich denke so, die sind richtig arrogant, die sind so gut und so. Und ihr müsst wissen, in Berlin ist es so, wenn jemand bei Hertha spielt,
dann hat da ein gewisses Standing, würde ich jetzt auch sagen. Die haben halt irgendwie so eine bestimmte, kann man das sagen, Aura, kann ja, man das sagen? Es ist halt wirklich man so, dass... Man spielt die Chakra. Genau, ja. Also Hertha-Spieler in Berlin, wenn die irgendwo rumlaufen oder du weißt, oh, der ist Hertha-Spieler, dann redet man auch so, oh, der spielt bei Hertha. So ist es dann. Und ich glaube, das meinst du auch, glaube ich, gerade damit. Okay, dann bist du zu Hertha gewechselt, du 14, du wolltest erstmal so ein bisschen mit deinen Jungs so machen, du wusstest nicht, wie alles läuft, wie war es dann so? Es lief irgendwie gar nicht gut, ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich war Innenverteidiger plötzlich. Davor, ich war bei SC Steigen Nummer 10, ZM oder 10er. Ja, also so wie deine Position auch eigentlich ist. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam. Trainer? Wer war dein Trainer gewesen? Ne? Stefan Meisel. Sehr korrekter Mann. Stefan Meisel, schöne Grüße. Ja. Hast du ihn zum Innenverteidiger? Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Warte, bless Dank für den 14. Ich bin off, das supportet mich, geil. ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber auf einmal war SF 21. Hatte Nummer 21, war in der Innenverteidigung. Hat er aber mit dir geredet? Meint er, hat er dich überhaupt gefragt, was für eine Position du spielst? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe es einfach akzeptiert. So. Ich war neu bei Hertha. Ich denke so, okay, mache ich. Hat er einfach zu IV gemacht? Ja, und dann erstes Spiel, so Spielturnier in Hamburg. Innenverteidiger gegen St. Pauli. So erstmal das gegen Bundesliga. Achso, okay, ja, stimmt. Vorher hast du mal mit starken, kleineren, stimmt. So gegen Füchse und so weiter. Yeah. Ja. Nicht nach Felde. Ja. Das waren die Derbys. Dann, ja, direkt mal zwei Fehler gemacht. Komm <Kopf Blümchen>. Und ich wollte wieder zurück zum Start. Oh, wirklich jetzt, ja? Krass, okay. Hat der Trainer dich dann aber auch trotzdem aufgebaut so? Weil ich meine, er war ja derjenige, der dich als IV aufgestellt hat. Das war nicht schlimm. Ich habe sowieso Selbstbewusstsein, mich juckt sowas gar nicht, wenn ich Fehler mache. Okay, ja, so richtig, das ist gut so. Habe ich halt die erste Hinrunde komplett Innenverteidiger gespielt. Obwohl es nicht deine Position ist. Ich weiß nicht warum, aber ich war Innenverteidiger. Das ist das zum Beispiel, guck mal, wie es sich entwickeln kann. Du kommst zu einem neuen Verein, spielst eine komplett andere Position und der Trainer sieht dich einfach vielleicht wegen deiner... Warst du da schon groß gewesen und so? Ja. Vielleicht wegen deiner Statur sieht er dich einfach als Innenverteidiger. Aber okay, dann hast du die erste Hinrunde als Innenverteidiger gespielt. Also kamst du damit aber trotzdem klar so? Also auch, ja, so, auch im Kopf? Ich habe auch ein paar Tore gemacht und so. Also hast du dich damit arrangiert, sag ich jetzt mal. Ja. Und dann habe ich aber in der Halbzeit, in der Winterpause, habe ich gesagt, Stefan, ich will nicht mehr Innenverteidiger sein. Achso, bist du auf den Zugang gemeint, hast du mit ihm gesprochen. Ja, ist gut aber. Neu bei Hertha, ich mach sowas. Ich meinte, ja, mach ich mal vorne. Als 14-Jähriger ist schon mutig, muss ich sagen. RF. Nein. Wirklich jetzt? Ja. Ich weiß nicht warum. RF ist rechts außen, Leute, für diejenigen, die es nicht wissen. Flügel. Dann war einfach nur Hamoud die Vorlagen geben, damit der Tosch ins Dünn schießt. Ach du Scheiße. Hamoud. Der hat seinen Stürmer, der hat alles rasiert. Der hat alle Tore gemacht. Ach man, selber, Hamoud. Da ging es nur darum, dass wir ihn füttern. Und er macht dann die Tore. Digga, wie kommt man denn darauf, dich rechts außen hinzupacken? Ich meinte, ich will überall. Ich meine, du bist technisch stark, du hast Übersicht. Ich hatte McCreals und so und Neymar-Haare. Das hat gepasst. Das hat gepasst. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, damals, wenn du die neuesten McCreals hattest und so sag ich jetzt mal, Haare gefärbt oder sowas oder so Neymar-Shit, dann wusste man oder konnte man sich vorstellen, der Junge ist so ein außergewöhnlicher, so ein besonderer Spieler, sag ich jetzt mal, oder? Deswegen sag ich immer, Haare färben, wichtig. Hast du bessere Chancen, Probe zu haben. Tape, alle Dings und immer neueste McCreal. Wichtig. Okay. Ihr müsst auffallen auf dem Platz. Dann der Scout, der guckt so, der sieht so einen, der denkt so, oh, okay. Ja, und dann machst du einen Übersteiger und dann sieht er einen Übersteiger und der denkt, oh, hat er ein super Spiel gemacht. Mhm. Ja. Genau, dann hast du RF ja, gespielt. Gut gespielt. So. Gut gespielt. 6 Tore noch gemacht und ein paar Vorlagen. Gut, und stark. Und dann ging es in die U15 und da war Ante Čović Trainer. Und ich hatte Ante Čović, als ich in der U14, glaube ich mal. War meine Prime-Set, muss ich sagen. Schöne Grüße an Ante. Ich habe ab U15 habe ich irgendwie alles rasiert. Okay, dann wurdest du aber wieder auf deine eigene da Position. Da war ich ZM. Ich hatte, das ist ja so zu Saison beginnt und man fällt der Nummer aus. Mhm. Ich hatte Nummer 10. Ich weiß nicht mehr warum, also hatte ich wahrscheinlich schon U14 am Ende rasiert. Deswegen hatte ich dann Nummer 10, war ZM. Und ich also krass entwickelt, also krass. Krass war wieder. Es ging so los mit Kontakt zu Nike und so. Du hattest ja schon mit Adidas. Ach so, ja. Stimmt. Und dann bin ich immer auf Gelände rumgelaufen so und dann sieht man so, Bilal, mein Gott. Es war wirklich so, Bilal war einfach so wie ein Cristiano Ronaldo auf dem Ding. Wow, du hast Toten rausgeholt. Du, Junior, Mike Uhuso und Hani. Wenn ich die gesehen habe, immer so, hey, guck mal, das ist Bilal, das ist Hani und so. So krass wirklich jetzt? Ja. Kennst du es nicht? Wer war bei dir so älter und so Richtung Profis? Boah, lass mich mal überlegen. Wie waren das? Also ich hab auch zu Hani auf. Als ich noch nicht bei Hani gespielt habe, habe ich auch zum Beispiel Hani aufgeschaut. Da habe ich auch so. Du hast einfach Respekt vor dem.
vor dem Spieler, was der kann und so. Ich habe mich gefreut, wenn Junior mir auf Facebook geantwortet hat und so. Ich erzähle so rum in Kabine. Junior, kommst du, Savini? Geil. Ja. Dann bei Ante. In der U15. Da war ich als ZM, also wir haben 4-4-2 gespielt. U15 war Regionalliga, glaube ich, bei Hertha. Regionalliga, damals, ne? Genau. Gegen eine ältere, aber, ja, oder? Ja, so. Glaube ich, irgendwie sowas, glaube ich. Und RB war noch dran, unsere RB. Ja, genau, genau. Da war ich Hinrunde Torschützenkönig als Sechser. Ich bin Torgefährt, ich bin Box-to-Box-Spieler. Ich weiß, dass du gut schießen kannst, ja, aber. Okay, nee, krass, wusste ich nicht. Manchmal Weitschüsse, ich bin einfach immer da. Ja, und Gespräche und so kam, du hast gesagt, Nike kam auf dich zu? Ja, weil in dem Jahr ist auch Nike Cup und so. Nike Cup haben wir übelst verkackt. Ich glaube, nee, wir sind nicht Gruppen. Wir sind Gruppenphase, wir sind Vierergruppe. Wir sind Gruppenphase weitergekommen mit 2 Punkten. Die ersten hatten 9, 2-2-2. Und jemand zweiter? Hab ich noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Hab ich noch nie gesehen. Krass. Dann Viertelfinale gegen Dortmund haben wir einfach nur gebunkert. 0-0, Elfmeterschießen verkackt. Okay. Und trotzdem kam. Hab ich Schneifert abbekommen, ja. Wie warst du selber beim Turnier? Nike Cup müsst ihr euch vorstellen. Da kam halt Nelson. Ich weiß nicht, von wo er kam. Nelson Schulz-Fademrecht war auf einmal der beste Spieler aus Berlin. Da kam so von. Unter Nelson. Von Empor. 98er. Kennst du ihn noch? Natürlich, der die Sachen dann damals gemacht hat. Ja, oder, ja, genau. Ja, ja. Krass. Der kam von Empor oder so zu Hertha und war auf einmal U15, war auch das erste Mal Nazio. Ja. Da wurde ich auch halt zu Lehrgängen eingeladen und so. Warte, dazu kommen wir gleich. Okay. Ganz gut. Also Nike Cup habt ihr ganz normal gespielt und dann kam Nike auf dich zu und meinte, ja, wir wollen jetzt mit dir einen Vertrag haben. Ja, da hatte ich auch schon einen Berater, ne? Achso, okay. Mein Berater hat das mit Nike gemacht. Okay, verstehe. Gut, dann hast du einen Nike-Vertrag 14 Jahre bekommen, dann hast du sozusagen einen Nike-Schuh bekommen und bestimmt ein Budget, was du für Sachen ausgeben kannst. Kennst du dich ja gut mit. Kenn ich, ja. Ich will, dass die Leute das halt auch wissen. Na, bei mir war es zum Beispiel so, ich habe damals ein Budget bekommen und konnte zum Beispiel am Kudamm im Nike-Store anrufen und sagen, ich komme heute vorbei, ich will ein Budget von, einfach jetzt aus dem Hut gezaubert, 1000 Euro haben, kann ich für 1000 Euro das einkaufen gehen. Ja. Und dann, sowas habe ich bestimmt wahrscheinlich bei dir auch. Okay, gut. Gut, dann hast du die U15 ganz normal beendet bei Ante. Ja, und Vertrag hat man dann auch da. Ach, dann hast du einen Vertrag bei Hertha bekommen? Ich glaube schon, erstmal so ein halbes Jahr. Und danach halt 3 plus 2 mäßig Vertrag. Okay, also schon lange. Ja, yeah, so war es bei mir auch. Haben mich angebunden. Okay. Dann war U15 vorbei. Und dann. Nazio war noch dabei. Na, stopp. Ganz wichtig. U15 fängt es, glaube ich, mit den ganzen Lehrgängen an, soweit ich weiß. Ja. Da geht ihr mit der Berliner Auswahl, oder du kannst ja gerne erzählen. Achso, so Duisburg und so. Yeah, ja, genau. Da gibt es dann so, nee, das war, glaube ich, Bad Blankenburg. Da geht Bravo. da geht jede Auswahl, also Berliner Auswahl, jedes Bundesland hat eine Auswahl. Und die 16 Mannschaften spielen dann gegeneinander und da gucken ganz viele Scouts zu und vor allem Nationalmannschaftsscouts. Und da kann man sich halt beweisen und in die Nationalmannschaft so mäßig rein. Ihr müsst euch vorstellen, bei diesen Turnieren von den das ganzen... Angespannt und jeder weiß, jeder muss sich da beweisen. Jeder weiß, wenn er sich hier beweist, da stehen ihm alle Türen offen. Da sind Berater von A bis Z, da sind Scouts von allen Bundesligisten, da ist, glaube ich, auch der Nationaltrainer von der bestimmten U, dann, also da, wo man dann spielt, ne? Mhm. Genau. Wie warst du da? Also wie hast du dich da... Auch bei Auswahl, Berlin? Bei Auswahl war ich immer richtig gut. Herr Renisch, super. Herr Renisch, ja, ich war bei Herr Renisch. Also, keine Ahnung, ich habe bestimmt gut gespielt. Ich habe immer meine Tore gemacht, ich habe immer Zehner gespielt, glaube ich, bei Renisch. Nice. Ja, und dann kam so eine Einladung für einen Lehrgang. Für deutsche Nationalmannschaft. Da dachte ich so erstmal, so, okay, was ist denn jetzt los? Andere Seite von dir ist Nigeria, ne? Ja, und USA. Und Nigeria und USA. Aber da hast du irgendwie nie irgendwie... USA hatte ich auch Kontakt zu. Ehrlich jetzt? Die wollten mich haben, aber ich habe keinen Pass bekommen. Ich wäre so gerne gegangen. Ab U17. Da komme ich später nochmal drauf. Also, das komme ich später nochmal. Ey, krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dass du auch USA also irgendwie versucht haben, so ein bisschen. Wir haben versucht, Pass zu bekommen, aber wir haben nicht geschafft. Krass. Aber ich muss dazu sagen, dass, wenn du bei der deutschen Nationalmannschaft spielst, das steigert deinen Wert extrem. Ja, wenn man da spielt. Also, wenn du zum Beispiel. Ich sag jetzt einfach mal, zum Beispiel, du bist halb Türke und halb Deutscher. Viele gehen dann eher in die deutsche Nationalmannschaft, nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern es gibt nur einen Grund, weil du, wenn du bei der deutschen Nationalmannschaft spielst, dein Wert wird so krass gesteigert, wirklich. Also beim Verein, bei allem wird dein Wert extrem gesteigert. Okay, sorry. Wo waren wir?
Deutsche Nationalmannschaft, du hast eine Einladung bekommen. So, zum waren so die ersten Lehrgänge. Da war ich dann so mit Willi zum Beispiel. So. Ach, da echt? Dann so, ja, da haben sich dann so die Besten aus meinem Jahrgang, 98er, aus Deutschland dort getroffen. Man kannte sich natürlich schon von Hallenturnieren und sonst was. Man immer so die Besten aus der Mannschaft kennen sich so. Ich weiß nicht warum. Ja, ist immer so. Ist aber immer dann chillen man schon zusammen auf Hallen. War bei mir immer so. Bühnen und so. Bei mir waren es Marcel Hartl, Leroy Sané und diese ganzen. So. Bei Hallenturnieren, die kennst du einfach schon von ganz klein auf. Naja, die Guten kennen sich untereinander. Ja. Und dann kommt noch Nazio dazu, wo man die noch ein bisschen besser kennenlernt. Da war ich dann auch mal ein bisschen angespannt so auf dem Platz. Ich war einer, der ist immer voll entspannt und so. Also ich lasse mich eigentlich nie nervös machen. Aber da war ich schon, habe mich so beobachtet gefühlt und so, weil da waren so richtig viele Trainer. Und da waren auch so 50 Spieler oder so beim ersten Lager. War es bei mir auch. Also ich war immer total ich war richtig aufgeregt. Ja? Ich war bei Lehrgängen, ich wusste, du wirst beobachtet, ich weiß, du musst abliefern. Also es ist so ein, ist auch ein bestimmter Druck, ne? Ja, klar. Also bei mir war es immer so, dass es nicht schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin nicht gern zur Nationalmannschaft gegangen. Ich schwöre, ich bin nicht gern zur Nationalmannschaft gegangen. Schon. Ich nicht, weil ich habe mich immer unwohl gefühlt. Aber ich spreche von mir selber. Natürlich ist es was sehr Krasses. Du bist sehr stolz auf dich selber, deine Familie ist stolz auf dich, extrem. Ich meine, du vertrittst dein Land in deiner Altersgruppe. Aber ich weiß nicht warum, ich war da immer ein bisschen. Ich habe mich nicht so gut gefühlt. Aber ja, aber es war auch so cool, einfach im Verein, so wenn man weiß ja, okay, das ist jetzt wieder da von der Nation und so, wenn man so einer der wenigen ist in deiner Mannschaft. Das stimmt, ja. Ist auch so ein anderes Standing in der Mannschaft halt. Und im Verein. Ja, auch. Das sowieso, extrem. Das sowieso. Dann ging das zu Ende? Ging das los, da waren so ein paar Lehrgänge und so. Ich war aber nicht beim ersten Spiel dabei, gegen Südkorea, ich weiß es noch. Nelson war aber Kapitän. Was? Ich hab doch gesagt, der kam aus dem Nichts. Ein Spieler kam einfach aus dem Nichts, war auf einmal ein ganz krasser Spieler. Nelson, ich kenne den auch. Und war dann auf einmal Kapitän. War der beste beim ersten Länderspiel. Krass. Der beste Spieler der Welt. Linksfuß, ne? Ja, dann war die Saison vorbei. Wir wurden, keine Ahnung, bestimmt Erster oder Zweiter. Weiß nicht mehr ganz genau. Und ich bin dann in die U17 gegangen mit Nelson. Also übersprungen in den 97ern. Ach, du hast auch bei den 97ern mitgespielt, Digga. So viele Sachen, die ich gar nicht weiß von dir, ohne Witz. Ohne wirklich jetzt, krass. Ja. Hast aber, du aber auch gespielt, aber, boah, ehrlich? Aber ich wollte gar nicht. Ich wollte gar nicht. Ich sagte, nein, ich will nicht, Ante, bitte nicht. Ich will bei U16 spielen. Warum? Weil du die Mannschaft kennst, ja. Und so, ne? Ich ja, bin genauso. Weißt du, was? Ich bin genauso. U17, 97er und 96er, die haben mich immer geschlagen und so. Weiß ich, ob man das hier sagen kann. Darf man, alles gut. Bist du auch 96er? Ich bin 96er. Dabei? Ja, manchmal, ich guck so rüber bei Training, ich schwöre, die haben sich geschlagen. Ja, wir waren eine sehr impulsive Mannschaft, sage ich jetzt mal, die 96er. Die 97er auch. 97er. Denke ich zu 17 und zu den 97ern. War da, warst du mit Jordan zu? Ist Jordan zu uns gekommen? Jordan ist hochgegangen. Ah, Jordan ist hochgegangen, okay. Deswegen habe ich nicht mit Jordan zusammen gespielt. Warst du dann, das war dein erstes Jahr U17 Bundesliga? Ja. Wer war dein Trainer? Sag's ruhig. Warte, ich weiß. Deshalb frage ich ja. Okay, ich weiß. Tom. Ja, kann man ja sagen, ist ja nicht schlimm. Andreas Thom war dein Trainer. Wie hat sich alles verändert? Stopp mal ganz kurz. Wie hat sich überhaupt, wo die Leute mitbekommen haben, so gerade wo du eine U17 Bundesliga bei Hertha, ist das schon was? Hast du das auch so persönlich gemerkt, so mit den, sagen wir mal, in der Schule oder mit den Freunden, hat sich da irgendwas verändert so? Nee, also überleg mal, also bei wirklich mir gab's so sowieso nur, ich bin zur Schule gegangen, hab da mein Ding gemacht, ich war da noch auf dem Gymnasium. Da warst du noch auf dem Gymnasium, stimmt. Wir kommen gleich dazu, dass du hast doch die Schule gewechselt. Ja, weil die wollten mich nicht freistellen, wenn ich zur Nazi musste oder so. Ja. Deswegen bin ich auf die Sportschule gewechselt später, nach der 10. Hab da mein MSA gemacht. Also aber vorher war nicht irgendwie, dass du sagst, so Leute haben sich verändert oder du hast mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aufmerksamkeit als Hertha-Spieler hat man sowieso in Berlin. Aber sonst ganz normal. Ich bin sowieso nie draußen. Ich bin immer nur. Achso, warte mal, da bin ich ja schon 16. Da ging es los bei mir mit. Was ist okay? auf jeden Fall. Ja, gehört dazu, soll ich sagen. So, ich war eigentlich nie. Ich bin nie mit anderen Freunden so. Ich war in der Schule mit meinen Jungs. Wir haben da die ganze Zeit Ultimate Team Teams gebaut. Training. Ja. Nach Hause. Dann gehe ich nach Hause, gucke kurz eine Folge Schloss Einstein, schieb mir eine Tiefkühlpizza rein und fahr zum Training. Dann war ich beim Training halt mit denen, meiner Mannschaft. Aber U17 mit den 97ern, ich schwöre, ich wollte da nicht hin. Ja, warte, ganz kurz. Ganz kurz.
ihr müsst euch vorstellen, damals, es war wirklich so, du hattest, glaube ich, viermal die Woche Training, es war schon nur 17 Uhr, 16 hat man schon viermal trainiert, manchmal sogar fünfmal, wenn man auch Samstag vorm Spiel oder so trainiert. Du bist wirklich zur Schule gegangen morgens, ja, dann kommst du nach Hause, vielleicht nicht mal nach Hause, dann kommst du vielleicht ganz kurz nach Hause, eine Stunde, hast nicht mal Zeit für Hausaufgaben und musst direkt zum Training. Und dann machst du irgendwie entweder auf dem Weg zum Training die Hausaufgaben oder abends nach dem Training. Gut. Also, Hertha wollte, dass du eine Jugend überspringst, aber du wolltest nicht, weil du dich halt bei deiner alten Mannschaft sozusagen, bei den 98er wohlgefühlt hast. Ich wollte nicht zu den 97ern. So schlimm. Die haben mich umgehauen und so. Es hat voll lange gedauert, bis die akzeptiert und so. Haben. Ja, verstehe. Bis die gecheckt haben, dass ich gut bin. Verstehe. Es hat ein bisschen gedauert. Aber ich habe mich dann auch relativ früh verletzt, erstmal mein Knöchel. Oh, schlimme Verletzung? Also im Umknicken? Ja, ich war dann, ja, natürlich umknicken. Immer umknicken. Kennt man. Dann ging es das erste Mal los. So, dann war ich so, keine Ahnung, 3 Monate weg oder so. Und dann kam ich wieder. Und ich habe, glaube ich, in dem Jahr so 6, 7 Einsätze gehabt oder so. Mehr okay, nicht. Könnte man sich besser vorstellen, aber vielleicht verletzungsbedingt und so. Ich weiß noch ganz genau. Kamst du mit allem klar? Kamst du mit dem Trainer klar? Sonst kamst du dann am Ende mit der Mannschaft klar oder? Also hat der Trainer dich so aufgestellt, wie du es wolltest, hat er dich so... Ja, er meinte so manchmal so komische Sachen, ob ich mich schone, damit ich fit für die Nationalmannschaft bin und sowas. Ich sage, nein, warum sollte ich das machen? Ich trainiere ganz normal, ich spiele ganz normal. Kennst du bestimmt sowas? Ich kenne es, aber ich will da gar nicht drauf eingehen, aber ich wollte es trotzdem wissen. Ich will nichts sagen. Ich könnte euch ja vielleicht vorstellen, ihr habt ja auch mein Video wahrscheinlich gesehen. Wie gesagt, es war der gleiche Trainer, Andreas Thom. Kann man ja auch offen und ehrlich ansprechen, ist ja nicht schlimm. Gut, dann hast du die erste Saison beendet, leider mit ein paar Verletzungen. Mhm. Du hast 6, 7 Einsätze gehabt, dann sind die 98 hochgekommen, oder? Ich war auch nicht mehr in der Nazio. Okay, oh, also ganze Saison nicht, oder? Auch nicht. Also da, als die Spiele losgingen, U15, ich war bei den Lehrgängen dabei, vor U15. Dann U16 auch wieder bei so ein paar Lehrgängen, aber bei keinem Spiel. Und U17 auch nur bei Lehrgängen. Okay, also da nur bei Lehrgängen. Lehrgänge heißt, du bist einfach nur bei diesem, da wo die schauen, man wer trainiert, für die, genau, ja. Wer man trainiert und guckt, wer halt zum Länderspiel eingeladen werden könnte. Okay, also der Kader wird sozusagen zusammengebastelt. Und es gab U17 WM in Brasilien oder Argentinien oder so. Aber EM, also kommt das später. WM. Das kommt später. Aber EM kommt später, ne? Ne. Ja. Einer aus meiner Mannschaft war sogar da, eines aktuell war WM dabei. Boah, krass. Okay, gut. Erste Saison, Bundesliga U17 beendet. Jo. Dann ging es nächstes Jahr los. Die 98er sind hochgekommen, deine Mannschaft, deine Altersgruppe? Trainer ist geblieben, ich war mein Jahrgang. Ja. Und es kam Arne, Nick Nikos, Sokrafakis, ja. Die beiden kamen, glaube ich, hoch. Nikos war der beste Stürmer der Welt, Arne und ich im Zentrum. Und die Mannschaft. Ich glaube, welcher Platz wurden wir? Ich weiß nicht mehr. Ihr wart aber gut, glaube ich, oder? Und, ja, wir wurden wieder so Zweiter. Ich weiß noch ganz genau, ich hatte am Anfang wieder 5 Spiele Pause oder so, weil ich mich wieder verletzt habe am Knöchel. Mm. Wenn man einmal umkickt einen Knöchel und einmal ein bisschen Probleme da hat, dann ist schlimm. Ja. Da war ich auch wieder so 2, 3 Monate raus. Dann kam ich wieder und dann habe ich mein erstes Spiel gemacht gegen Braunschweig, so weiß ich noch, 30 Minuten gespielt. Aber ja, nichts Besonderes. Hab so... Eine solide Saison. Ja. Kann man es nicht nachgucken? Ich guck mal nebenbei. 24 Spiele, 6 Tore, eine Vorlage. Ich weiß nicht, ob die Vorlagen richtig gezählt wurden da in der Liga. Wurde die bei mir auch nicht. Und ich weiß noch, letzten Spieltag war ich bei der U19. Habe da noch ein Spiel gemacht, 7 Minuten gegen Jena. Ich habe 100 Euro Prämie bekommen, sag ich noch ganz genau. Wirklich? Deswegen habe ich mich gefreut, dass mich Hardy einwechselt. Okay, cool. Ja, krass. Aber da auch wieder, ich habe U17, wir haben verloren gegen irgendwen. Und es gab Läufe des Grauens und die meinten, ich soll... Von Andi. Ja, und keine irgendwie so. Und die meinten, ich soll U19 mit trainieren. Ich meinte, ich will nicht mit trainieren. Ich mach lieber Läufe. Ich hasse das auch, ich schwöre euch auch. Training, anstatt ja, zu euch hochzugehen. Ich mag, also ich persönlich mag das auch gar nicht, wirklich gar nicht. Eine andere Mannschaft, wo ich mich noch nicht wohlfühle, wo ich die noch nicht kenne, mag ich wirklich gar nicht. Ich persönlich mache auch lieber Läufe, ohne Witz. Gut, dann U17, okay, 24 Spiele, 6 Tore, ist okay. Ja, völlig solide. So. Und dann ging es weiter in U19. Dann wurde es wieder alles ein bisschen auch... U19 wurde wieder ernst jetzt. Also ab jetzt wird es ernst. So. U19 ist langsam so im Alter, wo sich entscheidet. Auch richtungsweisend. Ja, wo geht's jetzt hin? Wie lange hast du noch Vertrag gehabt? War das dein letztes Jahr? Nee, ich hatte... Das war mein erstes Jahr U19. Ja. Ich hatte das und dann noch eins. Irgendwie so. Das also und dann U23 und dann war Option Profi. Ich glaube, die haben Option gezogen. Jetzt habe ich noch 2 Jahre. Okay.
Dann hast du U19 gespielt. Welcher Trainer war das? Wieder Andreas Thom? Und U19? Mhm. Okay. Mhm. Wie warst du bei ihm? Mit den 97ern zusammen. Und ich bin Mittelfeldspieler, ne? Auf 6 Damir Bektic, auf 8 Leon Jensen, Tarsin Çakmak. Unangenehm. Ach, du hast nicht gespielt? Doch, aber rechts Mittelfeld. Und links Mittelfeld. In der U19. Achso. Und das ist ein Jahr, bevor man eigentlich schon dann danach zu den Profis gehen könnte, ne? Und ich hatte, glaube ich, mein Länderspieldebüt gegen Frankreich. Das hatten wir letztes Jahr hier. Gegen Frankreich mein Länderspieldebüt. Das war in der Gegen. Das war dein allererstes, du hast dein erstes Länderspiel U18. In der U18 gemacht, also wo du in der 19 gespielt hast, aber in der U18 deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Krass. Also du bist ziemlich spät in die Nationalmannschaft gekommen. Das war davor das Jahr. Achso. Das war der U17. Okay. Da habe ich U18 gespielt. Ikoné, Ren Adelaide. Gegen die hast du gespielt? Mekano, wow. Bla bla bla. Die waren alle da. Okay. 0-0. Und gegen Ödern. Also es waren meine ersten Nazi-Spiele. U18. Wie war das Gefühl so? Musstest du die Hymne mitsingen? Ich hab's mitgesungen einfach. Aber uns wurde zum Beispiel damals gesagt, jeder muss die Hymne mitsingen. Ich war... Keine Ahnung, wir haben es automatisch gemacht. So, dann ging's los. Ich war rechts Mittelfeld, links Mittelfeld. Ich dachte so, fuck, Digga, die Saison wird echt schwer. Weil wenn man als Jüngerer spielt in der U19, ist schon mal sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Bei uns haben aber nur 97er gespielt. Ich habe irgendwo außen gekickt. Und ich glaube, Torwart oder irgendwie so. Momo hat, glaube ich, auch nicht gespielt. Ab und zu vielleicht. Mhm. Nils Blumberg war außen. Wir hatten Mike Brömer im Sturm. Wir Mike Brömer kenne ich auch. Gar keinen Platz für irgendjemanden. Ne? Okay. Für also wirklich Konkurrenzkampf und ja, es war wirklich auch schwer. Die 97er waren echt gut. Und alle haben immer unseren Jahrgang verflucht, weil wir nie was gewonnen haben. Wir wurden überall Zweiter. Hm. 99er gewinnen alle, 97er gewinnen alle, 96er gewinnen alle. Wie auch, ja. Wir sind richtig scheiße gewesen, ne? Und da ging es bis zur Hinrunde richtig scheiße gespielt. Ich war halt immer außen. Okay. Ja, nichts zu melden gehabt eigentlich. Ich habe aber nur gespielt, bestimmt weil der Verein zu Andi meinte, lass ihn irgendwo spielen. Wenn du Nationalmannschaft warst oder bist oder als Spieler, sag ich jetzt mal, ein bisschen rausguckst, dann hat man auch so, also hat der Trainer auch so einen kleinen Druck, dich spielen lassen zu müssen. Mhm. Außer du machst halt richtig scheiße, so wie ich damals kurz gemacht habe. Und dann kam in der Rückrunde, in der Winterpause kam ein neuer Co-Trainer, Oliver Reis, der hat mich gerettet, Digga. In der U19? Endlich einer, der Fußball spielen kann. Der hat einen Plan von Fußball, der hat die Formation ein bisschen umgeswitcht und sowas. Und dann habe ich auf 6 zusammen mit Damir gezockt, Leon und Tarsin irgendwie auf 8 so mäßig. Okay, also du hast wieder so deine Position bekommen, die du eigentlich wirklich spielst, der hat so, wo du dich wohlfühlst. Der hat es irgendwie so gedreht, dass ich wieder im Zentrum bin. Und dann habe ich auch direkt Tore gemacht und so. Also Rückrunde habe ich in... So ich sehe es gerade, ja, ich sehe es gerade. 16 Spiele, so 7 Tore super, oder so. Super, als ZM als oder als 8er super. Jüngerer Jahrgang. Super. Statement gesetzt. Ist dann gut, ja. Da meint er auch so teilweise, ich spiele so, wie wenn er... Als ob er Controller in der Hand hat, so spiele ich. Okay. Sagt er zu mir, das weiß ich noch. Habe ich irgendwelche Nazi-Spiele gemacht? Nee, anscheinend nicht. Ah, und wir haben einen DFB-Pokal... gewonnen. Gespielt. Wir waren im Finale, aber haben verloren gegen Hannover. Das war das erste Mal so ein Spiel, was auf Sport 1 war. Also erstmal im Fernsehen, sag ich das mal richtig so. Okay. Das war auch cool. Ja, aber jetzt haben wir 3-2 verloren oder so. Dann bist du in die U. Ah doch, ein Spiel habe ich gemacht. Wieder gegen Frankreich. Ah, stimmt. Was? Dann ging es wieder U19. Nochmal. Ach, du, noch genau. Noch ein Jahr U19? Ja. Gleiche Trainer? Nee. Da kam Hadi. Ah, okay. U19. Älterer Jahrgang, ich höre, wir haben die so nicht ernst genommen, die waren alle so scheiße, die 99er, die hochkamen, Digga, also von den Gegnern. Hm. Hier, wir haben im ersten 1, 2, 3, 10 Spiele hintereinander gewonnen oder so, ich habe 8 Tore gemacht oder sowas, 4 Vorlagen, krass. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir eine richtig krasse Mannschaft gehabt. Wie war es da mit der Nationalmannschaft, wurdest du dann wieder eingeladen? Ja. Stimmt, dann stopp, U19, als älterer Jahrgang wurdest du dann auch zur EM eingeladen, ne? Stimmt, auch in diesem Jahr. Also Sydney ist dann zur EM gefahren, glaube ich. 3.7. Ja. Genau, U19 Europameisterschaft 2017. wie war das? So ein Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie war das für dich als Gefühl? Es war ein krasses Gefühl für mich. Das ist schon doch alles sehr professionell, ne? Ja,
Also es war halt in der U19 schon, das ist schon ein höheres Alter. Und man spielt einfach Europameisterschaft für das Land und ich habe sogar Stamm gespielt, jedes Spiel. Also gehöre ich zu den besten 2, 3 auf meiner Position in meinem Jahrgang in ganz Deutschland. Definitiv. Da denkt man so, gegen wie viel habe ich mich durchgesetzt, geisteskrank. Crazy. Und wie viele Leute gucken jetzt zu, das lief auf Eurosport, gegen Niederlande, Bulgarien und England. Da wirst du aber bestimmt schon gemerkt haben, dass so dann ist alles ein bisschen, auch von außerhalb ein bisschen anders wurde, oder? Ich habe nie mit... Also du hast gar nicht mit... Okay, wenn es sogar war, hast du es nicht mitbekommen. Ja, also ich habe nie mit vielen anderen Leuten Kontakt. Ich hatte so eine Clique, mit dem war ich jedes Wochenende feiern. Okay. Ja, aber da habe ich auch Eli kennengelernt. Da habe ich auch Eli kennengelernt, übrigens. Ja, in der U17 habe ich schon Spiele gemacht, da war ich davor am Tag. So. In der U17. Kein Beispiel dran nehmen, ja, Leute? Auf keinen Fall. Aber, sage ich euch ganz ehrlich, es gehört bei manchen noch dazu. So muss man auch offen und ehrlich ansprechen. Also bei mir war es so, ich hatte so viel, man muss so viel Disziplin haben, jede Woche 5 Mal zum Training. Und dann hast du dir einfach mal was rausgenommen, verstehe ich total. Du kannst gar nicht dein Leben genießen, weil alles, was es gibt, ist Fußball. Ja, war bei mir genauso. Ich habe irgendwie ab 16 habe ich entdeckt, was feiern wir. Was es noch was anderes gibt, zahlen wir es einfach so. Das feiern wir sehr viel Spaß noch. wer weiß, wo ich wäre ohne das, aber ich habe es auch so relativ weit hoch geschafft. Bei mir war sowieso, ich hatte genug Talent, bei mir war es eher einstellungsmäßig. Ich bin auch immer noch, also ich hätte jetzt nichts anderes gemacht, aber bin halt so ein lockerer Typ, ich sehe alles viel zu locker. Aber das macht dich vielleicht auch aus. Ja. Okay, dann hast du die U19, wie gesagt, ihr wurdet Europameisterschaft, welcher Platz wurdet ihr? Gruppenphase raus, okay. Wir hatten Niederlande, England, Bulgarien. Okay, aber ich habe ein Tor, 2 Vorlagen gemacht in 2 Spielen. Bravo. 3 Spielen. Stark. Coach war Frank Kramer. Guter Mann, der ist jetzt bei Schalke. Der mochte mich richtig. Der war auch danach U20 Coach. Ich war Elferschütze. Oh. Also ich war sein Mann. Sitz, ja, genau, Sitz. Geil. Das ist auch wieder so eine Trainersache, ob du da spielst. Wäre Frank Kramer nicht Trainer gewesen, dann wäre ich nicht bei der U19. Definitiv. Das ist ein ganz klares Ding. Ich sag euch ganz ehrlich, Trainer kann euch wirklich so hoch pushen. Also ich bin auch ehrlich, hier die 3 Jahre, U17, U17 und ein Jahr U19 habe ich mich null weiterentwickelt. War halt trainerbedingt, würde ich sagen. Offen und ehrlich. Ab der Halbserie, wo Olli Reis kam, da hat er als Co-Trainer halt fast alles übernommen und da habe ich mich dann auch spielerisch weiterentwickelt. So, dann kam aber deine erste Saison. Und ich habe mich bei EM, so ich denke so, ich gucke meine Mannschaft an, so Dennis Geiger und so, Sadi Özcan, bla bla, Felix Paslak, alle haben schon Profivertrag. Ich denke so, hä, wird mal Zeit langsam, weil ich war da schon 18 oder so. Ach so, okay. So, und die anderen hatten schon Profivertrag gehabt, okay, krass. Ich habe nicht mal oben mittrainiert, glaube ich, bis dahin. Oder doch, mit 18 ging es los, ich weiß nicht ganz genau, wann es war. Und ich habe dann, wow, ich habe bei U23 hier, habe ich dieses Jahr so 8 Spiele oder sowas gemacht. Daran kann ich mich sogar noch dran erinnern, dass du da gespielt hast. Das habe ich. So. Wie, aber dann ist dein Vertrag ausgelaufen oder wie? Nee, ich habe noch ein Jahr danach. Danach habe ich noch ein Jahr. Dann hast du noch mal ein Jahr U23 gespielt? Ja. Da war ich dann full U23. Okay. Obwohl, ich glaube, ich unterschreibe hier irgendwo jetzt gleich. Ich will wissen, ganz genau wissen, wie das war, wo du deinen Profivertrag unterschrieben hast. Wie die auf dich zugekommen sind und wie das war von Hertha. Ich weiß noch, du hast bei Hertha für 2 oder 3 Jahre Profivertrag unterschrieben? 3, glaube ich. Ich wollte kurz auf jeden Fall unterschreiben. Auf jeden Fall habe ich dann am Ende U23 gezockt. Ja. Damit ich schon mal Männerfußball spielen lerne, aber U23, also Region Nordost, Digga. Gekloppe und ich weiß, Leute, Regionalliga ist gekloppe und sehr körperbetont. Meine Stats 20, 3 Tore, 2 Vorlagen. Und ich war mal wieder verletzt bestimmt, am Knöchel. Vertrag unterschrieben habe ich, glaube ich, hier so, also hier im Winter. Also die haben dich von der U23 gesehen und wollten dann... Ja, aber die haben extra gewartet, ich hätte auch mit 17 oder sowas unterschreiben können, aber die haben extra gewartet, bis mein Vertrag ausläuft, damit ich nicht am Sommer ablösefrei bin. Und haben dann halt wollten da halt verlängern. Okay. Dann hast du bei Hertha bei den Profis mitgemacht. Ja. Vorbereitung, weiß ich halt gar nicht. Da war ich dann das erste Mal im Sommertrainingslager, war ich da schon, bevor wir hier mit der U23 trainiert haben, war ich im Sommertrainingslager, wo es aber nur um Rennen geht, Bad Saro. Also war jetzt nicht so cool. Wie war es aber so, der komplette, also ich meine, von der U23 nochmal zu den Profis ist ja nochmal ein komplett anderer Schritt. So, wie kamst du mit dem Trainer, mit den Spielern, ist halt nochmal was ganz anderes.
Ich meine, kamst du direkt klar oder hast du dich so als Küken gefühlt? Ja, oder man hat's halt so eine... hast du sehr viel Respekt gehabt, sage ich jetzt mal? Nee, also ich habe nie Respekt auf dem Platz. weil ich denke mal, ich bin besser als sie. Weil, aber ich finde es eine gute Einstellung. also ich fand auch spielerisch war nicht so ein großer Unterschied zu den Jugenden. Wenn schon so das alles ein bisschen schneller ist oder Und ich dachte, wenn man hochkommt zu den Profis, dann chillt man seine Eier und man spielt Fußballtennis und man zockt ein bisschen 4 gegen 4 oder so. Digga, wir haben so viel Leute. Also als ich damals als ich damals bei den Profis war, ich weiß nicht warum das war, also auch bei Hertha, ich bin beim Training gestorben. Ja. Ich bin beim Training, auch wenn wir eine normale Ballhalteform gemacht haben. Okay, war nicht. Doch, ich schon. Vielleicht, weil ich auch extra mir Mühe geben wollte, kann sein, weiß ich nicht. Ich bin gestorben. Aber okay, also du bist dann zu den Profis gekommen, du kannst auch, glaube ich, hast schon mit ein paar angefreundet, mit, glaube ich, Lazaro und so, ne? Oder? Ja, erstmal war es, die waren noch gar nicht da, da waren so Stocker und so, das war ganz lange her. Wir waren Schieber, Jens Hegeler. Selche waren da. Und man war halt mit seiner Jungen, mit den Jungs, mit, also Porco, Arne, Flobar, Pansu, waren so viele junge Spieler, weil so viele Talente halt gerade hochkamen. 99er hatte richtig viele, 98er waren Momo, ich. War das in der Zeit, wo Paul David Trainer war? Ja, da war Paul Trainer. Da sind sehr viele haben dann einen Profivertrag bekommen. Mhm. Und halt vor mir und ich dachte so, ja, okay. Mhm. Wie lief's dann? Also du hast ja bei den Profis mitgemacht, ja, die Vorbereitung und so? Man hat Profis dann trainiert. Ja, man hat sich da so langsam eingelebt, aber es war mehr so, dass immer die Jüngeren haben so Schuld für alles bekommen, Tore tragen, was, okay, ist normal, ja, ist normal, ja. Irgendwas vergessen wird oder was weiß ich, bei irgendwelchen Übungen wird immer mehr auf die Jugendspieler geachtet. Immer waren die Jungs schuld. Ja, die Älteren kommen zu spät, ich komme zu spät, dann werde ich angemeckert, sowas halt. Das war damals noch extremer als heute, viel extremer, finde ich persönlich. Ich habe keine Ahnung, ich kann nicht dafür mitreden. Auf jeden Fall hat mir Training dann in der U23 mehr Spaß gemacht als Profis. Haben wir auch davor gelernt, dass mir bei den 98ern mehr Spaß gemacht hat als bei den 97ern. Und ich hätte jetzt auch lieber anstatt bei den Profis bei den U23 mittrainiert. Weil ich mich auch, ich finde, kaum weiterentwickelt habe im Training. Ich habe mich mehr in diesen scheiß Rego-Spielen weiterentwickelt. Ja. Aber irgendwann war auch Schluss mit lustig. Da bin ich im Winter dann, wollte ich weggehen, weil ich hier schon. Warum? Weil du dann bei den Profis nicht gespielt hast? Oder ja, ich hatte... Ja, oder einfach Lust auch ein bisschen verloren? Ich hatte null irgendwie so auch mal die Chance, dass ich überhaupt da zu den Profis, bei den Profis eingesetzt werde. Also du hast da mittrainiert, du hast einen Profivertrag gehabt, aber du wurdest nur in der U23 eingesetzt, richtig? Ja, und ich habe... die ganze Zeit damit trainiert. Und wie hast du trainiert, ehrlich? Gut. Echt? Ja, ich trainiere immer gut. Okay. Ich bin sehr selbstbewusst, Leute. Hast du ein Debüt gehabt bei Hertha? Rein, so irgendwie arrogant oder so, ich weiß, was ich kann. Leute, es ist ganz normal. Ich meine, ein gesundes Selbstbewusstsein gehört da dazu. Wenn du weißt, du bist ein guter Kicker, dann kannst du das auch sagen. Definitiv. Das braucht man auch jetzt. Also 100%. Das hat alles. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr kein Arschloch seid beim Fußball, es hört sich krass an, aber ihr müsst ein Arschloch auf dem Platz sein. Es ist einfach so. Das ist das Ding bei mir. Ich bin kein Arschloch. Wenn du ein Arschloch bist, sag ich mal, als auch ein Offensivspieler, du musst die Pille nehmen und das Ding, du musst einfach selbstbewusst ein Arschloch sein. Das könntest du so, wenn du gleich aufs Tor zu. Nein, ich bin immer jemand, der überlegt. So, dann gibt es so Leute, die schießen lieber alleine und denken so an ihren Arsch. Hast du sowas, Digga? Ich hasse sowas. Ich klicke auch immer quer. Ich mach das auch. Oder so, wenn so andere Leute anscheißen vor dem Trainer und so. Ich kann das nicht, Digga. Aber sowas ist halt oben in diesem Geschäft. Da werden die Ellbogen weiter ausgefahren. Jeder kämpft für seinen eigenen Arsch. Extrem. Und das ist halt echt dreckig, das Fußballgeschäft. Extrem. Und ich bin immer so, ja, spiel halt ein bisschen Fußball. Ich hatte immer. Du wolltest einfach Bock, nur Spaß, einfach Bock zu zocken. Ja. Mehr nicht. Es war einfach nur Spaß. Gut, dann von Hertha hast du gemerkt, okay, du kriegst jetzt hier nicht wirklich eine Chance, du willst weg, ausgeliehen werden. Mhm, dann Winterpause. Dann ging es zu. Oder warte, hier ist noch U20-Spiele. In Italien, England. Also, okay, da hast du U20 noch ein paar Spiele gehabt mit der Nationalmannschaft. Wieder bei Kramer. Mhm. Habe ich Glück gehabt, hatte ich nochmal 4 Spiele mitgenommen oder sowas. Gegen gute Gegner. Und dann wollte ich den nächsten Step machen irgendwie. Also bei Hertha, da ging es halt nur ins Training. Ja. Und ich war jetzt 18, 19 wurde ich fast. Diesen Step habe ich mitbekommen. Du kannst halt sagen, wohin du dann gewechselt bist oder wo du dich ausleihen lassen hast. Ja. Nach Belgien. Ach so. Zu Genk. Nee. Wo war's noch? Royal Excel. Genau. Und ohne Witz, ich habe zu der Zeit
wirklich Sydney beobachtet. Jedes Spiel, was er gemacht hat, auf einmal, die haben jedes Spiel gewonnen. Ohne Witz, die haben jedes Spiel gewonnen. Jedes, ne? Ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich so, wenn ich Spiele gewinnen wir immer. Das war überall so. Naja, auf jeden Fall habe ich dann was gesucht. Und zwar im Winter, da hatten wir so ein Vorbereitungsturnier mit Hertha gerade in Düsseldorf-Stadion gegen Hannover, Gladbach, Bayern oder so. Mhm. So ein Audi Cup oder irgendwie sowas, weißt du ja. Ausverkauftes Ding. Und da war halt der Trainer zugucken. Der von hier. Bernd Storck. Sagen wir nochmal den Namen. Charlotte, welche war das? Royal Excel Moucron. Royal Excel Moucron. Moucron, okay. Belgien, erste Liga ist das, Leute. Ja, ja. Der war der Trainer in Belgien. Die waren gerade letzter Platz. Und ich dachte mir so, ja, okay, ich kann entweder dritte Liga oder sowas gehen. Oder du gehst dort und spielst belgische dich an. Erste Liga. Man muss dann immer, also ihr seid gar nicht in der Materie drin. Man denkt dann so, ja, okay, dritte Liga guckt zweite Liga. Belgien guckt Frankreich, Niederlande, England, Deutschland, da guckt alles hin. Also da hast du viel mehr Scouts und sowas, kannst mehr beweisen und es ist auch höheres Niveau, wenn du in der belgischen Liga spielst. Oder und Stadien sind full, Fans sind geil. Ich hab's ja bei Jordan live gesehen. Ich finde, das war schon sehr, sehr professionell alles, muss ich sagen. Ja, dann bin ich da rübergefahren. Am Donnerstag war das, ich weiß es noch. Hab da unterschrieben direkt. Dann habe ich am Freitag mittrainiert. Der fragt so, ja, willst du morgen im Kader sein? Ich sage, ja. Echt? Ja. Also, aber ich. Hast du dann direkt gespielt dort? Ich sehe hier schon wieder, dass ich davor wieder irgendwie drei Monate Sprunggelenk. Wieder Sprunggelenk, ach du Scheiße. Im Sommer. Ich habe Probleme mit Sprunggelenk gehabt. Im Sommer war das und dann im Winter bin ich gewechselt. Dann war ich dort. Dann habe ich halt, war ich direkt im Kader. Okay. Weil aber hast du nicht gespielt? Nur weil ich ja meinte. Und dann hat er mich letzten zwei Minuten eingewechselt. Und ja. 19. Minute. Gewonnen. Damit ich mein, das war mein Profidebüt. Achso. Das war erst mein Profidebüt. Das war dein Profidebüt bei, echt? Mhm. Okay. Und dann. Ich sehe gerade direkt nächstes Spiel gegen Genk auswärts. Dann hat mein unser Kapitän hat sich verletzt oder so. Und ihr müsst bedenken, wir waren letzter, ne? Unser Kapitän hat sich verletzt. Und ich habe dann auf einmal Stangen gespielt, nächstes Spiel direkt. Und gegen Genk, Leute, ne? Genk. Und die waren damals noch richtig gut. Auswärts, die waren Erster. Erster Platz, auswärts. Und ich bin 90 Minuten und wir gewinnen 2-1. Ach du Scheiße. Und krass. Ja, bei Fußball ist es so, dann warst du drin, dann hat der Kapitän neben mir gespielt, der andere wurde rausgeschmissen. Never change a winning team. Ja. Haben wir 2-1 gewonnen. Zwar mein richtiges so Startelf-Debüt. Und dann habt ihr 7-8 Dinge hintereinander gewonnen, ne? Den ersten Platz. Dann haben wir gegen Charleroi, also nächstes Spiel darauf habe ich wieder gespielt. Wir haben 3-0 gewonnen, ich habe ein Tor gemacht sogar. Dann haben wir nächstes Spiel gegen Gent. Das ist Jordan Zwein. Gegen stimmt. Gent, auswärts, haben wir gespielt. Ich habe wieder ein Tor gemacht. Wir haben 2-1 gewonnen. Krass, scheiße. Ja, und dann war ich halt full, so 100%. Full drin auch und so, ne? Stammspieler da. Haben wieder 3-0 gewonnen, haben wir wieder 1-0 gewonnen, haben Vorlage gewonnen. Und ihr seid dann auch nicht abgestiegen. Dann haben wir gegen Lüttich, die waren zweiter Platz damals. Das, was du mir gezeigt hast mit dem, oh mein Gott, größte Skandal, was es überhaupt gibt. Wir wurden so verarscht. Dann haben wir 1-1 gespielt. Und ich habe übrigens jedes Spiel eine gelbe bekommen. Ich bin der fairste Spieler der Welt, ich habe immer gelbe Karten bekommen, ohne Sinn. Ich sehe es, ja. Und dann warst du einmal gesperrt gewesen. Ja. Dann hast du aber wieder gespielt und dann wieder gewonnen. Gegen Brügge. Krass. Also auch wieder gegen Brügge. In Brügge sogar. Das waren alles Champions-League-Vereine. Krass. Gegen Brügge 2-1 gewonnen, wieder 90 Minuten gespielt und dann habe ich mich verletzt. Ja. Und dann kamst du wieder zurück zu Hertha, oder wie? Warte, hier habe ich mich dann verletzt. In dem Spiel. Dann sind so Playoffs oder so. Also wir waren übrigens, Rückrunde waren wir erster Platz. Wir waren Hinrunde letzter, wir waren Rückrunde erster. Da war ich zusammen, also ich und Taiwo kamen. Mhm. Taiwo von Union. Nur wir beide waren Neuzugänge. Und der Trainer halt neu. Dann sind Playoffs und ich weiß nicht mehr, worum es ging oder so. Hier irgendwie nicht Abstieg oder so. Ich habe mich im ersten Spiel an der Hüfte verletzt. Scheiße. Aber es hat nichts mit dem Knie zu tun gehabt. Nee. Es war aber auch recht. Bei mir ist alles recht. Mein Knöchel ist recht, okay. Meine Hüfte ist recht. Es hatte anscheinend alles damit zu tun, dass mein Knie im Arsch ist. Da musste ich dann 16 Minuten raus. Ich bin irgendwie so ausgerutscht. So spagatmäßig und dann. Irgendwie so darauf, keine Ahnung. Okay. Ich weiß selber nicht mehr. Dann warst du erstmal länger weg sein. Nee, und dann hab ich so die ganze Zeit gesagt, Trainer, ich kann nicht spielen und so. Dann habe ich aber nächstes Spiel nochmal 90 Minuten gemacht. So mäßig, so ja. Ich versuch's nochmal, ja. Ich versuch's, aber es geht nicht.
Und ich habe die ganze Zeit gehumpelt, 90 Minuten lang, aber wir hatten irgendwie keine Spieler oder so. Ich weiß auch nicht mehr. Und dann meinte ich, ja, ich kann nicht mehr. Ich bin nach Berlin gefahren, habe mich da behandeln lassen. Und dann war ich halt. Da ging es dann so wirklich los langsam mit der richtigen Verletzung, war so? Ja, da war ich dann so 3 Monate wieder verletzt wegen meiner Hüfte. Gleichzeitig ist Pajlada rausgeflogen und Ante Čović wurde Trainer. Genau, als ich mich Profis. Verletzt habe. Als ich mich verletzt habe. Ach du Scheiße, okay. Als ein ehemaliger Trainer. Für die Leute, die es jetzt vergessen haben. Ja, also bei dem ich mich gut entwickelt. Dann bist du zu Hertha zurück? Und ich wurde nochmal während Belgien, wo ich auch wieder zur Nazi eingeladen, gegen Polen ein Tor gemacht. Gegen Portugal war ich im Kader, aber nicht gespielt. Okay. Dann bin ich zurück zu Hertha. Mit Verletzung aber leider. Und dann habe ich die Vorbereitung mitgemacht bei Hertha. Ach, die nächste Saison? Okay, ja. Ante Čović war jetzt Trainer. Vorbereitung ging los, wir waren in Österreich oder sowas, lief alles super. Training war so wie immer eigentlich bei Hertha. Okay, aber du hast auch wieder keine Chance bekommen. Ich habe gut trainiert, doch. Ich habe gut trainiert und wir haben dann so Freundschaftsspiele gemacht gegen Fenerbahce und sowas, habe ich überall gespielt. West Ham, Crystal Palace, haben auch alles gewonnen eigentlich. Gegen Crystal Palace 4-0 gewonnen, gegen West Ham habe ich 16 Minuten oder sowas gespielt, dann haben wir 4-3 verloren. Gegen Allaire, der wechselt ja zu BVB. Mhm. Da war ich Innenverteidiger mit Jordan. Wir waren nicht gut zusammen. Achso, und Hertha wollte mich davor die ganze Zeit Innenverteidiger machen. Profis. Rainer Wittmeier. Der sitzt bei Fürth oder so, ist jetzt Cheftrainer. Aber in der Saison hast du dann da auch gespielt bei den Profis. Welcher? Na, wo du dann wieder zurück von Belgien bist. Ja, jetzt ist Ante Trainer, ne? Ja. Also jetzt in der Vorbereitung lief alles super. Erstes Spiel, ich bin erstmal im Kader bei Hertha. Gegen Bayern direkt. Ich saß auf der Bank, so ich dachte so, bitte wechsel mich nicht ein, bitte nicht. Ich wollte nicht rein. Bayern weiß ich schon mal nach. Das war Bundesliga-Eröffnung. Also es ist dieses Freitagsspiel, erster Bundesliga-Spieltag, 20.30 Uhr oder so. Ausverkauftes Stadion. Übrigens, Stadion war nicht laut oder so. Es war irgendwie gar nicht. Es war gar nichts Besonderes, fand ich. Stand da auf dem Platz, so hab dann 2 Kontakte gemacht. Habe ich mich wieder hingesetzt. Ich musste mich nicht einmal aufwärmen. Wichtig, so richtig wichtig ist das. Als Auswechselspieler nicht aufwärmen, so entspannt, einfach Spiel gucken. Und Prämie mitnehmen. Gegen Bayern das erste Mal im Kader. Dann nächstes Spiel war gegen Wolfsburg. Das haben wir 3-0 verloren. Also gegen Bayern war ich. Da warst du auch wieder im Kader. Wolfsburg war es auch wieder im Kader. Wolfsburg war ich erstmal Olympiastadion im Kader. Auch 3-0 und ich musste mich wieder nicht einmal aufwärmen, also war nicht mal knapp, dass ich reinkam. Dann habe ich in der U23 gespielt, weil ich habe jetzt 2 Wochenende nicht gespielt und ich brauche Spielpraxis. Ja, klar. Deswegen habe ich U23 gezockt. Dann habe ich, bei diesem Spiel habe ich eine rote Karte bekommen. Dann warst du gesperrt. Deswegen war ich gesperrt irgendwie. Und dann habe ich mich wieder verletzt. Meine Neffen waren, das will jetzt noch keiner, meine Neffen waren in Berlin. Ich wollte mit denen was machen. Dann waren wir im Jump House. Du hast dich bei den Profis nach deiner Rotsperre im Jump House mit den Neffen verletzt. Was? Umgeklickt. Ich bin auch nur ein Mensch, ich kann doch wohl ins Jump House gehen. Was passiert? Ich springe, ich will so Wallrun machen. Ich springe so hoch es geht. Bam, bam. Und damit ich so viele Schritte an der Wand schaffe wie möglich. Ich knick da um. Ich sag so, boah, fuck. Mein Bruder kommt zu mir, ich sag, es ist gerissen. Ich kenne ja mein Knöchel schon. Ich weiß, wann es gerissen ist, wann es angezogen ist. Genau zum falschen Zeitpunkt, ey. Und da war es halt richtig durch. Ich habe von meinen 3 Außenbändern habe ich nur noch 1. Und das ist auch angerissen. Irgendwie so ist es bei mir jetzt. Scheiße. Dann war ich halt verletzt. Wieder so 1-2 Monate dauert das immer, bis man wieder spielen kann. Und so lange ist man halt in der Physiotherapie, ne? Und dann kann man hört so die ganze Zeit, ja okay, bla bla bla, die verlieren, Ante ist raus, bupp, Chance vorbei. Was passiert? Klinsmann kommt. Sydney out. Investor kommt. Sydney out, neue Spieler kommen. Klinsmann kommt, Investor kommt. Ich bin wieder da aus Verletzung. Erste Training von Klinsmann, der kommt rein. Sag mir nicht, er sagt zu dir, nein, zieh ihn raus. Er sagt, ja, okay, ja, ich bin 9. Und Digga, was das für ein Feeling war, ne? Du bist da so und ganzes Trainerteam ist draußen. Da marschiert Jürgen Klinsmann, Arne Friedrich, Hansi Flick, alle marschieren so recht. Ich denke so, wo bin ich jetzt auf einmal gelandet? Ich denke so, was ist denn jetzt los hier bei Hertha? Big City Club, bla bla bla. Stimmt, und das war ja auch noch die. Ja. Stimmt, das war die Zeit, wo Big City, wo er erstmal in die Kabine kam, da war ich da, Digga, und es war so krank, ne? Und alle, die so schon 30 Jahre bei Hertha arbeiten und so, die sind alle rausgeschmissen worden. Auf jeden Fall ein Training gemacht. Dann meinte er, ja, wir müssen Kader kürzen. Alle Jungen wurden dann wieder runtergeschickt zu U23.
Und mit dir auch, du auch. Naja. Und dann war es Winter oder so und man hat schon gehört, ja, Winter zu 350.000 Millionen und die kaufen Tusa, Gendouzi, bla bla bla, wir haben Arne, wir haben Darida, wir haben André Duda, die haben 1006, ich dachte, ja okay, macht keinen Sinn mehr, ich verpiss mich jetzt direkt. Hertha, können wir den Vertrag auflösen bitte im Winter. Haben die ganz normal gemacht, den Vertrag aufgelöst? Aus schlechtem Gewissen. Aber Kohle bekommen? Nein. Ich war froh, dass ich überhaupt ablösefrei gehen konnte, weil niemand bezahlt dafür mich Geld. Ja, verstehe. Mhm. Okay, krass. Also du bist dann im Winter von Hertha, hast du um eine Freigabe gebeten, sagt man das, ja? Mhm. Ich weiß noch damals, als ich bei Hertha unterschrieben habe, was es für eine lange Diskussion war, ob ich zu irgendeinem Zweitligisten wechseln werde oder ob ich bei Hertha unterschreiben will. Okay. Das war auch so eine richtig lange Diskussion. Mein Berater hat mir die ganze Zeit empfohlen, er hat zu verglichen, entweder du springst über eine Wand, das ist härter, du springst über die Wand drüber und bist auf der anderen Seite, oder du nimmst eine Leiter oder eine Treppe. Das war eigentlich ein gutes Beispiel und im Nachhinein hätte ich lieber die Treppe genommen. Mm. By the way, an junge Spieler, zweite Liga, dritte Liga, so, da erstmal ins Milieu reinkommen, weil als in die erste Liga, da brauchst du richtig Glück mit dem Trainer oder und sonstiges, damit du überhaupt... Bitte erwähnen das richtig, was du dafür wirklich brauchst. Alles, ich weiß nicht, was man dafür braucht. Man braucht Glück des Grauens. Trainer, der dich einfach pusht. Der deinen Schwanz nuckelt, weil sonst geht es nicht, dass du in der ersten Liga eingesetzt wirst als jüngerer Spieler. Außer du bist der Jahrhunderttalent. Ja, aber ja, zweite Liga so, schwer. Die haben nicht so viel Geld, wenn du aus der Jugend, kann sein, dass, Digga, ich spiele in der U19 gegen irgendwelche aus Osnabrück, Anton Stach, wir gewinnen gegen die 6-0 oder so, jetzt, ich sehe, das Nazio. Ich denke mir so, okay. Okay, Anton. Digga, U19, wir gewinnen gegen die 6-0. So. Ich war besoffen bestimmt beim Spiel. Und jetzt guck ich einfach. Ich weiß nicht, wie das hochgeschafft hat. Bestimmt bei Osnabrück, dritte Liga, hat da gespielt. Dann zweite Liga. Ja, ist viel Glück auch. Ist viel Glück. Dann sind die aufgestiegen oder so. Und dann geht's zu Mainz, spielt da ein bisschen. Und dann nächstes Jahr spielt er voll. Und dann bist du drin, Digga. Und das ist halt, es gibt so verschiedene Wege, die man nehmen kann. Und dieser langsame Weg, weil es war so behärter, es ist dann mehr Geld natürlich und sowas, so ein Ding. Und ich wollte sowieso unbedingt bei Hertha Profi werden, das war mein Traum. Ja, ich glaube, als Berliner ist es noch ein besonderes Gefühl, wenn du wirklich in der eigenen Stadt Profi ich wollte nicht zu Hannover, ich wollte nicht zu Paderborn, ich wollte nicht zu... Ach, von denen hast du auch so Angebote gehabt, oder was? Ja, ich wollte nicht zu Zweitligisten wechseln. Okay. Wenn schon, wäre ich zu anderen... Ah nee, Hannover war da sogar erste Liga, glaube ich. Oh, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wer alles wollte. Auf jeden Fall war es dann im Winter so. Jetzt rufe ich mal her. Ganz kurz eine Frage rückblickend. Wo du deinen ersten Profivertrag unterschrieben hast. Da musst du doch bestimmt gemerkt haben, wie der Unterschied. Also, da ist doch bestimmt ein bisschen was anders geworden, oder? Wo? Zu den Menschen und wie Menschen zu dir waren und sowas. Ich habe nur. Warst du wie immer nur zu Hause oder was? Mit anderen Leuten. Du kennst mich. Ich zocke pro Tag 5 Stunden. Das war schon damals so. Okay. Bloß ohne Kamera. Achso, ich habe bestimmt. Bevor ich Profi war, habe ich schon gestreamt. Okay. ich chill, wenn schon, mit meinen Jungs aus der. Ich war ja in der Schule zusammen mit Jordan und sowas. Mhm. Auf der Sportschule. Da, dann. Digga, als Fußballer. Ganz kurz, wie war Sportschule? War bestimmt noch mehr Training und so, ne? Ich hatte 9-mal die Woche Training. 9-mal die Woche Training. Hat es dich nicht irgendwann mal abgefuckt? Nö. War für dich immer okay. Fußball ist für mich Spaß. Und war auch immer so. Okay. Außer wenn es halt Läufe und sowas gibt, Digga. Lass mich einfach Fußball spielen, Mann, Junge. ja. Wo bist du denn hingewechselt nach deinem. Also wo du meintest, zu Hertha, ich will jetzt meinen Vertrag auflösen. Ich meinte dann zu meinem Berater, ja, okay, ich will weg, irgendwo einfach weg, Hauptsache nicht hier sein. Weil es wäre nochmal ein halbes Jahr, was ich U23 zocke und ich habe schon bis dahin 50 Spiele oder sowas gemacht in der U23. Mhm. Und ich meinte, ja, okay, ich entwickle mich da nicht weiter. Ich weiß jetzt, wie diese Liga ist. Du brauchst auch was Neues einfach. Kochball-Duelle. Ja, ich verstehe schon. Ich will Fußball spielen oder ich will einfach, es wird Zeit, den nächsten Schritt zu machen, weil es wäre, das halbe Jahr wäre verschenkt. Und dann... war Wiesbaden irgendwie richtig, richtig schnell am Start, richtig interessiert, ich habe mit dem Trainer geredet und so, die meinten, ja okay, wir würden dich gerne haben und so, hat aber nicht so viel geredet eigentlich über Philosophie oder sonst was. Das war, hast du mir erzählt, das war ein bisschen dein Problem am Ende, dass du zu Wiesbaden gegangen bist und nicht mal richtig wusstest, was für eine Idee die haben. Ich dachte einfach nur, geil, zweite Liga,
Absteiger, ich spiele das safe, die sind scheiße. Aber die wollten einfach nur Kampf und keine Ahnung was. Nicht dein Spielstil. Ja, also, dann kam ich zum ersten Training. Wir spielen 4 gegen 4. Und ich gucke, Torwart hat Ball. Er wirft lang auf den Stürmer. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Der andere Torwart hat Ball. Er wirft wieder lang auf andere Seite den Stürmer. Er verlängert. Geht wieder zum Torwart. Die werfen wieder. Ich denke so, Jungs. Was ist denn hier los? Könnt ihr kein Fußball spielen? Ich bin in der 6. Liga oder so. Ich denke, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, dass 2. Liga so ist, oder? Ich habe nach dem Training Momo angerufen. Ich meinte, mit U23 Hertha, wir gewinnen gegen die 5-0. Das war mein voller Ernst. Es war bodenlos, ehrlich, von der Qualität her. Aber da ging es halt nicht darum, Fußball zu spielen. Die wollten einfach nur kämpfen und irgendwie gewinnen, Punkte holen. Wir wollten kein Fußball spielen. Unsere Aufstellung, 5er-Kette, 1-6er, dann 3 davor und ein Stürmer. Ich denke so, wo soll ich spielen? Dieser 1-6er kann ich nicht, der muss nur abräumen. Mm. Das bin ich nicht. Dann 10er, ja okay, kann ich machen. Außen bin ich nicht, Stürmer bin ich auch nicht. Und dann, ja okay, meine einzige Position, wo ich spielen kann, wäre dann so 10er. Das ist nicht mal eigentlich meine Position. Eigentlich bin ich so 4-1-4-1 und ZM. Geil. mit so einem anderen 8er auf jeden Fall. Und dann ging es halt los und wir sind die ganze Zeit gelaufen, wir müssen unseren Schweinehund überwinden. Auch gar nicht mein Spiel, gar nicht mein Spiel. Und jedes Training halt einfach nur lang gehauen und wir haben Dreikettenaufbau. Unser Aufbau war so, Torwart spielt zum Innenverteidiger, Innenverteidiger langen Ball. Ich denke, der hat nicht mal Druck, spielt keinen langen Ball. Er sagt, doch, soll ich machen und so. Dann war es halt wirklich unser Spiel so, ich war dann am Anfang die ganze Zeit im Kader. Der Trainer will halt dann im Training so sehen, dass man sich reinhaut und so Abstiegskampf. Wir waren vorletzter, als ich hingekommen bin. Ja, ich weiß, ich weiß. Dann wieder verletzt, dann ging leider. Die Saison los. Dann war ich ein paar Mal im Kader. Dann habe ich ein Spiel gemacht gegen Young Regensburg, aber als ZOM. Ich weiß noch ganz genau, ich habe einmal eine Vorlage des Crowns gemacht. Sieht man die? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine Highlights. Das war so mein erstes Spiel und danach meinte er so, ja, du bist, wenn der Torwart den Ball hatte, bist du nicht im Vollsprint durchgerannt. Und ich dachte, ich bin schon im Sprint, also ich war schon relativ schnell, so ich war locker so, wenn man so sprintet, so 90% oder so. Hm. Der meckert mich an, dass ich nicht 100% mache beim Sprint zum Torwart und ich hätte den Ball sowieso nicht bekommen. Okay. Und dann sowas halt, deswegen sowas meckert er mich an und dann in den Kopfballduellen. Da hast du nur 2 von 3 gewonnen. Du bist 1,88 groß, musst jedes gewinnen. Blablabla. Und dann dachte ich mir so, Digga, willst du nicht auch mal ein bisschen... Dann dachtest du einfach mal, dass du auch er sagt nicht ein Wort zu diesem Pass oder so, was du davor... Hat nicht eine Situation, die so entstanden ist, so ein Angriff durch so einen Pass oder durch irgendwelchen Stecker oder so. Und dann kam noch Corona dazu. Da habe ich mich verletzt. Im Training habe ich mich verletzt. Wieder Fußgelenk. Am Knöchel, richtig. Da war ich 2 Wochen wieder verletzt. Und dann? Oder ich glaube sogar länger, aber dann kam Corona und dann war erstmal Stopp. Und dann hatten wir irgendwann so ein Trainingslager mäßig nach einem Monat oder so Pause von Corona. Hatten wir so ein Trainingslager, wo wir nur im Hotel bleiben durften, sowas, diese Maßnahmen. Da hatte ich erstmal ein Gespräch mit meinem Coach. Und da sagte so, ja. Ich dachte, ich habe mir einen anderen Spieler geholt und so. Und wir brauchen hier Kampf, wir brauchen hier Männer, die dazwischen halten und so. Ich sag, warum holst du mich dann? Das hat er zu dir dann? Ich sage, warum holst du mich dann? Krass. Ich sitze da genauso wie jetzt. So wie jetzt. Ich sag so, warum holst du mich dann? Sehe ich aus, als ob ich irgendwie, als ob ich dafür da bin, sehe ich aus wie so ein Kampfhund oder so. Ich bin einer der... Hat er sich überhaupt mit dir beschäftigt vorher? Anscheinend nicht. Ich sag so, ja, wenn jemanden haben willst, der irgendwie dazwischen haut und nur rumhaut mit 10 cm Stollen, dann kannst du in die 5. Liga gehen und dir irgendeinen Sechser da holen. Hm. Aber wenn du haben willst, dass mal ein bisschen Pässe da ankommen im letzten Drittel, was glaubst du, warum wir keine Tore machen, dann... Ich kann mir halt bei dir wirklich vorstellen, dass du es genauso gesagt hast, ne? So wird. Dann wäre es mal gut, wenn du... Ja, Hier bin ich. Und dann meint er noch so, ja, du kommst auf den Platz und dann so Hackespitze 1, 2, 3, huhu, wir sind hier im Abstiegskampf. Ich sag, tut mir leid, dass ich Spaß habe am Fußballspielen. Er kritisiert, wenn ich bei einem Torschuss, wenn Flanken kommen und ich mache mit Hacke oder so. Mhm. Ich sag so, wann soll ich es sonst probieren, wenn ich im Training? Sagt, ja, feuer das Ding rein. So ein Gespräch war das, Digga. Und ich dachte so einfach, Hilfe. Ja, okay. Ja, gut, dann sagt man am Ende sagt man einfach nur ja, ja, ja. Und dann bin ich halt. Und dann wusstest du schon, es wird da ich beendet. Weil ich nie wieder. Ich habe nicht mal mit der Mannschaft mittrainiert.
Habe ich auch noch nie gesagt, glaube ich. Ich habe mit zwei, drei anderen. Wie? Du bist einfach nicht zum Training gegangen, oder wie? Nee, also ich bin nicht hin. Ich war nicht in der Mannschaft drin beim Training. Ich war nicht im Trainingskader. Was? Stopp! Wie? Keine Ahnung! Er, meinte, er hat zu dir gesagt, du trainierst mit der Mannschaft. Er meinte, ich störe. Ach du, das habe ich das Wort auch noch nie gehört. Also ich bringe zu gut, zu lockere Stimmung in die Kabine. Digga, was? Ach du Scheiße, okay, dann warst du komplett. Das hat auch alles so ein bisschen damit zu tun, dass ich halt nebenbei gestreamt habe und das, also weiß ich alles. Ich bin ja nicht so einmal, ich komme zum Verein und ich bin dann nur Fußball, sondern ich bringe auch so Social Media Influence, so die Social Media Seiten und so merken, dass ich irgendwas mache und sowas. Und da habe ich halt auch viel gestreamt. Wer in der Wiesbaden-Zeit war, wer in der Wiesbaden-Zeit dabei war, der weiß Bescheid. Und manche Trainern gefällt sowas halt einfach nicht, wenn man. Bei mir war so, also er hat mich so gesehen, ja, der streamt und da kommt ein bisschen auf den Platz und da will er einen Chef. Ich weiß schon, was du meinst. Das dachte er sich bestimmt so. Aber wenn ich auf dem Platz bin, Digga, dann habe ich meinen Spaß. Das heißt, ich habe meinen Spaß. Das hat sich ja, du so hast es ja auch professionell genommen trotzdem. Ja, aber es macht mir halt Spaß, Fußball zu spielen. Und da bin ich nicht im Training da und klopp irgendwie meine Mitspieler um oder so. Warum sollte ich das machen? Weil ich nicht spiele, hau ich nicht den, der vor mir spielt, um. Ich bin so auf keinen Fall, das machen aber viele andere im Geschäft. Sehr viele. Dann bist du von Wiesbaden weg und bist direkt zu den alten Trainer. Ja, dann habe ich in der zweiten, also ich war Nachwuchstalent, war bei Hertha, 2 Jahre Anlaufzeit, deswegen ging es auch ein bisschen runter, so mein Standing. Mhm. Und dann habe ich halt Belgien gespielt, dann ging es wieder hoch, hatte ich auch 700.000 Marktwert oder so. Dann war ich wieder verletzt, bei Hertha nicht gespielt, Wiesbaden nicht gespielt, zweite Liga, letzter Platz nicht gespielt. Oder ich weiß nicht, welcher Platz wir wurden. Ich weiß nicht, ob wir abgestiegen sind. Ich glaube, sie sind abgestiegen. So, ich habe mich das gejuckt. Sind wir abgestiegen? Verstehe ich, Bro. Walla, also, yes. Ich verstehe, denn das ist auch gerade ein bisschen so in dir so... Dann habe ich zweite Liga beim Absteiger nicht gespielt und dann denken sich natürlich so andere Zweitligisten oder Erstligisten. Ja, der spielt nicht mal beim Absteiger zweite Liga. In Wiesbaden nicht, die den schlechtesten Fußball der Welt spielen. Wie soll er bei uns spielen? Verstehen. Dachten die sich. Okay, deswegen hat mich dann Bernd Storck dann wieder angerufen. Der alte Trainer von Belgien. Wo es super lief, ja. wo wir ein super System hatten. Wir haben als letzter wurden wir Erster in der Rückrunde, wir haben alle gefickt, wir haben Angriffspressing gespielt. Genau mein Fußball System. Gespielt einfach. Ich hab's geliebt. Es war genau mein Fußball. Und er sagt halt, ich habe hier ein interessantes Projekt, zwar nach Wiesbaden, ich habe hier ein interessantes Projekt in der Slowakei. Ich denke so, nö. Nö, Bernd, nicht schon wieder. Und dann sagt er, ja, wir haben hier so ein krasses Gelände und es ist richtig professionell. Slowakei auch, nö. Und wir spielen Euroleague-Quali und so. Ich denke so, okay, Euroleague-Quali, ja, hört sich schon cool an. Und dann habe ich mir das da angeguckt, also mir so ein Video geschickt und es sah echt so richtig professionell aus und so. Und ich wollte nicht in die dritte Liga, weil ich weiß... Und genau, ich sage dir sogar, andere Länder, so eine Vereine, die machen auch sehr professionell, ne? Ja, das, was Wiesbaden macht, das ist bestimmt in der dritten Liga nur so, habe ich mir gedacht. Deswegen wollte ich auf keinen Fall in die dritte Liga wechseln. Und dann bin ich in die Slowakei. Habe ich Bernd vertraut und bin in die Slowakei gegangen. Und da lief es doch auch so wieder gut, FC ne? FC Duck. Ja, es lief wieder super. Hier, guck mal an, wir haben einen slowakischen Rekord gemacht. Ich glaube, ich habe als Profi. Ach du Scheiße, und dann kam es, ne? Ich glaube, ich habe als Profi eine Bilanz von 15 Siege wo du gespielt und eine hast. Niederlage oder so. Entschieden. Irgendwie so. Auf jeden Fall ging es dann da los. Mannschaft, viele junge, zusammengewürfelte, aber richtig gut auch dabei. Andras Schäfer ist jetzt bei Union. Balic, richtig underrated. Ich weiß nicht, was er macht. Er muss langsam da weggehen. Das war mein Sechserpartner. Die beiden waren meine Sechser, also Balic und Schäfer. Dann haben wir vorne Ramirez. Ramirez ist jetzt bei Rubin Kazan oder so. Cool. Also richtig gute und vor allem auch junge Mannschaft. Da siehst du mal, was ein Trainer ausmachen kann, dem man vertraut und der einen noch pusht. Ja. Und der dein System spielt. Ne? Ja. Und da hatten wir dann wieder eine schöne Formation gehabt. Ich habe einfach, ich habe übrigens Fitness-Test nicht bestanden. Nee, heißt es. Medizincheck habe ich nicht bestanden. Ich habe Medizincheck nicht bestanden, weil, wegen meinem Knöchel. Die machen MRT. Nee, warte, es war so. Wie, du solltest doch mal keinen. Es war so, es war Sonntag und ich sollte am Montag fahren. In den Kicker World. Du sollst am Montag fahren. Stopp, du sollst am Montag fahren zu dem neuen Verein nach Slowakei. Ich war wenig laufen.
Sagen wir es so. Und du gehst sonntags in eine Soccerhalle Fußball spielen. Mit Jessic und so, Marlon, Eli. Achso, habt ihr das Video aufgenommen? Mhm. Ich kann mich ganz genau dran erinnern. Aber du weißt nicht, wo ich mich da verletzt hab. Digga, ich bin umgeknickt. Ich mach Roulette, Jessic grätscht. Puh. Es gab, glaube ich, ein Video davon. Ach, ich find scheiße. Digga, mein Knöchel. Boah, ich wusste wieder, das Ding ist durch und ich muss morgen rüber. Und dann bin ich halt rüber gefahren, mein Knöchel, so, hängt so runter, so bin ich gefahren. Und dann haben die halt direkt beim Medizincheck gecheckt, dass mein Knöchel im Arsch ist. Haben die MRT gemacht, die meinten, ich habe nur ein Außenband, den können wir nicht unterschreiben lassen. aber ich hatte davor halt auch schon nur ein Außenband, als alles kaputt war. Und dann, hä? Und dann haben wir in meinem Vertrag... ist eine Klausel drin, dass wenn ich mich am Knöchel verletze, dass ich kein Geld bekomme. Ich meinte, okay, mach, ich spiele sowieso mit Tape, ich knick nicht um. So war das. Und dann... Stopp! Du hast in deinem Vertrag drin stehen. Ich bin ein Wrack. Du hast in deinem Vertrag drin stehen, wenn du was am Knöchel hast, weil du weißt, du knickst oft um. Ja. Oder bist oft umgeknickt. Weil die wussten, dass mein Knöchel im Arsch ist und mich trotzdem unterschreiben lassen. Die meinten, der Verein würde ich nicht unterzeichnen, weil du halt dich sowieso verletzen wirst. Okay, und wenn du dich verletzt am Knöchel, kriegst du kein Geld. Ja. Wenn du am Knöchel nichts hast und dich woanders verletzt, würdest du theoretisch trotzdem Geld bekommen. Ja. Und so hast du deinen Vertrag unterschrieben. Ja. Ich wusste, krass. Bei jedem Training, bei jeder Scheiße, wir gehen da auf Lauf oder wir machen irgendwie nur ein Krafttraining, ich habe trotzdem Tape gemacht zur Sicherheit. Ich kann bei jedem Scheiß umknicken, mein Knöchel. Okay. Dann hast du unterschrieben, dann wurdest du fit. Ja, und dann, ich wurde nicht fit, ich war Montag, bin ich angereist und dann sind wir Donnerstag ins Trainingslager gefahren und Samstag Spiel gegen Marseille. Habe ich gespielt, wir haben 2-1 gewonnen gegen Olympique Marseille. Mit dem Knöchel. Ich meinte, Coach geht schon und so. Er war richtig sauer. Er meinte, was passiert? Ich meinte, ja, ich war laufen gestern und dann mit dem Knie. Dann haben wir gegen Marseille gespielt. Einfach gegen Marseille gewonnen, alles klar. Gegen Payet und so. Kein Problem. Dann haben wir danach gegen Nizza gespielt, 6-0 auf den Sack bekommen. Die haben uns richtig gebumst, Digga. Die waren so gut. Und dann ging die Liga los. Erstes Spiel 6-0. Ich denke so, wer seid ihr denn? Wer bist denn du, Thomas? Wie schlecht die waren. Ich denke so, okay, wir sind wieder nur 19. Nächstes Spiel wieder gewonnen, 2-1, hab Tor gemacht. Zweites Spiel schon direkt. Da hab ich 19. Minute Tor gemacht im zweiten Spiel. Zeitverzehr. Nächstes Spiel, wieder 6-0 gewonnen. Wieder Tor in Vorlage. Dann haben wir gegen im Derby wieder gewonnen, dann haben wir wieder gewonnen. Wir haben so slowakischen Rekord gemacht. Wir haben 9 Spiele in Folge gewonnen irgendwie. Dann haben wir in der ersten Euroleague-Qualifikation in Island haben wir gewonnen. Dann war ich kurz krank. Ich glaube, das war hier. Okay. Warte, 17.09. Ja, hier. Dann war Euroleague zweite Runde und ich war krank. Ich hatte nicht Corona, ich hatte aber Mandelentzündung oder so. Und ich konnte leider nicht helfen. Achso, wir haben so gewonnen. Ja. Ich konnte leider nicht helfen, aber wir haben gewonnen in Tschechien gegen Jablonek, keine Ahnung. Sag mir was. Und nächste Runde wäre gegen Lask. Lask-Linsk. Ja. Und da konnte ich dann leider auch nicht mitspielen und da haben wir 7-0 verloren. 7-0, sonst hätten wir in der nächsten Runde gegen Sporting Lissabon gespielt. Und hätten wir das gewonnen, dann wären wir weiter. Mhm. In der Euroleague. Und da war ich leider crank. Dann kam ich wieder. Hier kann man nicht mal richtig zählen. Ich habe nur 15 Minuten gespielt. Wir haben 4-1 verloren. Wenn ich spiele, verlieren wir nicht. Okay? Ist verstanden. Und dann kam... und dann habe ich nochmal gespielt und dann habe ich mich im Training verletzt. An meinem Knie. Das erste Mal in meinem Leben. Ich hatte immer Angst vor Knieverletzungen. Ich auch immer. Meniskus oder was? Und dann ist es im Training einfach passiert. Erzähl mal, wie es passiert ist. Ganz normale Zweikampf mit Bali. Der Ball liegt vor uns. So, ich mache so Körper, damit er kurz weg ist und ich spiele den Pass. Und dann, ich will so laufen. Ich gucke, es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr laufen. Ich denke so, hier piekt irgendwas. Oder hier hinten oder so. Ich kann mich gar nicht hören. Ich krieg bei sowas immer. Ich muss dann immer an mich denken. Da werde ich immer emotional. Ich schwör's dir. Ich will deins auch gar nicht hören. Dann laufe ich so rein und war dann beim Arzt da. Wie? Also, es hat einfach angefangen zu pieken, oder? Ja, beim Physio. Ich meinte, ich kann nicht mehr laufen. Ich weiß nicht, was los ist. Physio meinte, er hat ein paar Tests gemacht. Er sagt, Meniskus ist kaputt. Und ich gehe so zum Arzt. Also, ich gehe so ins Krankenhaus dort. Die sagen mir, ja, der Meniskus ist kaputt. Es war Freitag. Wir können nicht Montag operieren. Ich denke so, bist du dumm? Ich gehe nach Deutschland. Ich gehe nach Deutschland, ich check das. Dann haben wir es versucht,
Nee. Also die meinten dann, ja, du musst operiert werden. Am Montag kannst du operiert werden. Ich meinte, nee, ich gehe in Deutschland das checken. Weil Bernd meinte, er ist auch Deutscher, er meinte, ja, okay, check das lieber nochmal in Deutschland. Dann war ich in Deutschland. Nächste Woche. MRT auch gemacht dann? Ja. Er meinte, ja, ich habe was am Meniskus, aber das ist alt. Und die wussten selber nicht, was es ist und so. Ich denke so, okay, ja. Und dann war ich kurz in Da Vinci eine Woche. Ich komme wieder an. Ist noch heil wieder. Ja, und du musst denken, jedes Mal 9 Stunden Auto. Eine Woche später war das wieder. Ich fahre mit dem Auto. Bin wieder da. Jo, was geht? Die sagen, ja, bist du wieder da? Ich sage, ja, ja, es ist nicht so schlimm und so. Ich komme auf den Platz. Ich komme auf den Platz, bevor Training losgeht. Man spielt auch immer so Pässe vor Training. So, Willi gibt mir so Ball. Ich will hier rüberspielen mit Außenriss. Und ich kann wieder nicht laufen. Ich fahre am gleichen Tag wieder zurück, 9 Stunden. Ich meinte, Coach, ich fahre wieder zurück, ich kann nicht, es ist wieder das Gleiche. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. Wie ging es dir da emotional? Ich habe 9 Stunden lang Juice WRLD gehört und geheult. Ich dachte so, ja okay, mein Knie ist gefickt, ja. Ja, und in 9 Stunden hast du halt viel, viel Zeit nachzudenken. Und es war sehr, sehr uncool, weil wenn dein Körper nicht geht, dann bist du am Arsch als Fußballer. Alter, das erinnert mich so ein bisschen an mich. Und es lief gerade so gut bei in Slowakei. Ich dachte so, ja, okay, das Jahr. Endlich mal wieder auch mal durchspielen. Das Jahr noch bis zum Sommer. Geiler Trainer, geile Dings da. Bis zum Sommer durchziehen und dann Italien oder was weiß ich. So, buh, die Welt steht mir offen, wenn wir weiter so spielen. Ja, und dann durch Verletzungen war ich halt wieder auf dem Stand wie vor der Saison. Dann bist du zurück nach Deutschland und dann MRT nochmal und dann. Die meinten, ich muss operiert werden dann. Die meinten entweder wir posieren uns so, dann haben wir es so probiert und dann meinte ich, weil ich wollte unbedingt nicht operiert werden am Knie. Und dann meinten die, ja okay, jetzt müssen wir es operieren. Dann haben sie es operiert und jetzt ist bei meinem Meniskus fehlt jetzt ein Stück und bei mir kommt Knorpel an Knorpel deswegen, weil vom Meniskus, jetzt auch noch. Der Meniskus ist so Polster zwischen den beiden Knorpeln oder Knochen oder so. Und die reiben aneinander und deswegen habe ich Schmerzen, wenn ich Leistungssport betreibe. Wie war es, also so, wenn du jetzt so beschreiben könntest, so in dieser Phase, so wie es emotional für dich war? Du hast bestimmt übertrieben viel von nachgedacht. Ich konnte es gar nicht realisieren, wahrhaben. So, ich bin 24 und so. Ich denke, dein ganzes Leben ist Fußball, dein ganzes Leben. Was ich gerade alles erzählt habe, es war nicht mit Pause, es ging jeden Tag Training, jeden Tag, jede Woche. Es ist einfach bei mir genau das Gleiche. Und, dann hörst du sowas und der sagt so, ja okay, wenn du weiter Leistungssport machst, wenn du das Knie zu viel belastest, dann werden irgendwann die Knorpel aneinander und dann hast du einen Knorpelschaden und du kannst wahrscheinlich nicht mehr gehen in Zukunft. Dann weißt du nicht so wirklich, was du antwortest. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Saß da denn so? Ich sag dir meine Mama an. Ich sag so, ja. Was der Arzt meinte, sie hat geweint. Dann habe ich Eli und sowas angerufen, Jordan, bla bla bla. Hab denen das alles erzählt, die konnten es gar nicht glauben. Sie dachten, ich verarsch die alle. Und dann war halt so eine Entscheidung. Es war aber jetzt keine schwere Entscheidung, ob ich es weiter irgendwie versuche oder so. Oder ob ich an meine Gesundheit denke und so. Und alle also meinten, du wusstest, du wirst jetzt wahrscheinlich mit Fußball kürzeren ziehen und aufhören. Ja. Alle meinten halt, so hättest du jetzt keine anderen Optionen, dann könntest du noch versuchen und dann bist du halt mit 40, vielleicht ist es nicht so schlimm, dann kannst du Prothese haben und so, was weiß ich. Ich denke so, Digga, ich will kein Aluminiumknie oder sowas haben. Okay, und nach der Meniskusverletzung wurdest du dann operiert und du wusstest da schon, dass du wirst wahrscheinlich nicht mehr... Nach der Operation, dann ging es ja noch weiter, dann kam ich wieder zurück, so nach 2 Monaten oder sowas und dann war ich auf dem Platz. Und dann habe ich probiert, so, ja, ich habe mich gar nicht getraut, Außenrisspass zu machen. Ich habe mich nicht getraut, durch so richtig. Ach, du hast dich nochmal fit gemacht? Ja. Ich hab's ja versucht. Ich habe es gar nicht getraut, so einen Vollspannschuss zu machen. Ich habe mich nichts getraut. Ich habe mich nur getraut, so Innenseitenpässe und dann so keine schnellen Richtungswechseln und so. Das hat mich so richtig gehemmt und ich konnte kein Fußball spielen, wie ich es wollte. Schlimm. Und mich zeichnet halt sowas aus wie Außenrisspässe oder sonst was. Und ich habe mich halt nicht getraut, einfach. Weil ich Angst hatte, dass mir da wieder was passiert. Und ab und zu, wenn ich es dann mal gemacht habe, dann hat es auch wirklich ein bisschen wehgetan. Mhm. Und das Schlimmste war, wenn ich was gemacht habe, einen Tag, 2 Tage später, mein Knie hat so doll wehgetan, so, das wusste ich. Dann musstest du, es geht nicht mehr. Es geht nicht auf Dauer, weil als Profifußballer musst du wirklich jeden Tag am Start sein.
Und aber da hast du schon, da, zu der Zeit hast du schon richtig gestreamt und so, ne? Ja, schon lange. Also da warst du schon richtig auch in dem Game drin, oder? Ja. Aber trotzdem ist es ja, okay, du hast jetzt, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ein zweites Standbein gehabt, sage ich jetzt mal. Ja. Aber trotzdem so zu wissen, du hast dein ganzes Leben lang Fußball gespielt und jetzt kannst du es einfach nicht mehr wegen einer Verletzung. Ich dachte, es wird viel gechillter, ne? Ich dachte so, ja, okay. Ja, dann bin ich halt zu Hause und streame einfach. Man vermisst es aber schon extrem, ne? Ich bin jetzt seit einem Jahr einfach so der größte Penner. Davor hattest du halt Disziplin in deinem Leben. Und jeden Tag Training und so, hat's was zu tun, hat's eine Verantwortung. Und jetzt bin ich einfach, ich lebe einfach so. Ich kann in Urlaub, wenn ich will. Früher konnte ich das nur in der Sommerpause oder so. Das hört sich jetzt eigentlich besser an als sonst, aber das ist nicht besser als sonst. Ich hätte lieber so eine kleine Struktur im Leben und ich hoffe, dass mit Delay Sports da wieder ein bisschen Struktur reinkommt, ein bisschen Disziplin. Ja. Ich sag dir ganz ehrlich, ich schwöre, ich habe das auch so gedacht wie du, dass, okay, jetzt ist es halt so, ich kann nicht mehr spielen, also so professionell, aber als ich dann diese ganzen Vlogs gemacht habe und andere beim Fußballspielen zusehe, da kommt es schon nochmal krass in dir hoch. Ja, bei mir war es richtig krass, als wir haben meinen Stream zusammen, DFB-Pokal, Willi, also Mannheim gegen Frankfurt geguckt, Digga, und die hauen Frankfurt raus, Willi so bei den Fans und ich dachte so, boah, Digga. Das werde ich niemals haben, weil wir waren alle so stolz auf Willi und das werden wir niemals haben, dass ich da unten bin und ich wäre das gerne gewesen auch. Ja, so. Ja, das hört sich schon... Ja, also es ging sehr schnell auf einmal zum Ende bei mir, leider Gottes. Wie hat sich jetzt so denn, also so ohne Fußball, also hast du ja gerade erzählt, du hast mehr Freizeit und sowas. Ja, ich wach auf, wann ich will, dann esse ich kurz was, dann streame ich und dann... Ich gucke Naruto und schlafe. Das gefühlt jeden Tag so. Okay. Ja, Verletzungen können manchmal leider alles zerstören. Ne? Ich meine, man wünscht es niemandem und man denkt und hofft, dass es nie passiert, aber dann passiert es und dann bricht eine Welt zusammen und dann ist von einem auf den anderen Tag dein ganzes Leben umgekrempelt. Mhm. Und wenn du das zweite Standbein nicht hättest, wer weiß, wie das dann auch wäre. Ja. Ja. Ich bin froh, dass ich nebenbei schon immer was gemacht hatte. Wenn nicht, hätte ich halt studiert oder so. Ich habe auch mein Abitur gemacht. Aber da hatte ich auch gar keinen Plan, was ich als Job haben möchte am Ende. Also, da gibt's ich viele, glaube, das ist auch für viele das Problem. Ist ja mein Problem auch gewesen. Ne? Es gibt ja noch viele, viele andere Geschichten, die auch so sind wie meine. So die Profi so knapp deswegen nicht schaffen, wegen Knie oder die kurz Profi sind und sich dann verletzen. Aber das reicht ja nicht, damit die ausgesorgt haben. Und die haben dann kein zweites Standbein. Aber bei mir ist es halt so öffentlich geworden, weil ich halt streame und so in der öffentlichen Dings stehe. Zum Beispiel Bieler ist ja auch so ein Fall. Und bei ihm wäre das auch nicht so publik gewesen. Also bei mir war es richtig extrem. Ich ja, wusste aber drei Jahre hast nicht. Du kein Video gemacht oder so, dann wüsste es ja auch keiner. So, es gibt so viele Fälle davon. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich so ein zweites Standbein habe. Und genau aus diesem Grund mache ich dieses Format, damit ihr auch mal die Fußballer kennenlernt, wie es wirklich ist und wie es wirklich abgelaufen ist. Ich glaube, das wissen immer viele nicht. Jeder hat eine andere Geschichte. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass du das mitgemacht hast für mich oder mit mir. Habe ich zwar erwartet von dir, weil du mein Bro bist, aber... Stunde 30, Alter. Auf jeden Fall, Sid, vielen, vielen Dank, Bro. Ich wusste es. Vielen, vielen Dank, dass du an meinem Format teilgenommen hast. Sehr, sehr dankbar dafür, wirklich. Also, wie gesagt, wie ich schon davor gesagt habe, für mich der beste Start, den es gibt mit dir. Gerne jetzt mal wissen so von dir. Wie fandest du es jetzt? So ein bisschen Feedback, dass du jetzt darüber gesprochen hast, so generell. Fandest du es okay? Natürlich, ich finde es cool, so, dass Leute nochmal einen tieferen Einblick da reinbekommen, wie es bei mir war. Weil ich habe noch nicht alles erzählt. Auch über dich, genau. Und es gibt auch kein spezifisches Video eigentlich, wo ich alles erzähle. Deswegen ist es eigentlich cool. Finde ich auch, dass die Leute auch mal wirklich mal deine Story auch nochmal richtig. Seid das nur wirklich. Ja. So, ja. Ist bestimmt interessant. Ich denke mal, viele haben Spaß gehabt daran. Das ist ja auch ein cooles Format von Bieler. Vielleicht. Chloe, ja. Ich kenne auch viele Fußballer, Bro. Nee, cool, Bro. Vielen, vielen Dank. Nee, bin ich gerne dabei. Und ja, Feedback. Wir haben beide das gleiche Schicksal erlebt, ne? Deswegen unterstütze ich ihn auch gerne. Danke, Bro. Mein Feedback dazu kann ich auch mal von mir sagen. Wie gesagt, es war mein erstes Video jetzt. Du bist der Erste, der da mitgemacht hat. Ich
Ich selber wusste deine Story auch nicht zu 100, also nicht, ich habe es ein bisschen mitbekommen, aber jetzt mal so einen ja, ein paar besseren, Sachen, ja. Ein paar Sachen habe ich zum ersten Mal erzählt. So. Mal so einen besseren Einblick auch über dich persönlich, wie alles abgelaufen ist, wie die Stationen waren, zu bekommen, war für mich auch sehr interessant, muss ich ehrlich sagen. Natürlich, da gab es auch jetzt schlechte Punkte, wie zum Beispiel mit der Verletzung, was da halt ein bisschen auch emotional ist, sage ich jetzt mal. Auch wenn du es jetzt nicht so gezeigt hast, ich habe das gesehen, ich schwöre, ich habe das gesehen. Also habe ich das Gefühl. Mhm. Aber ich bin da echt gehypt für die nächsten Videos. Ich hoffe, die nächsten Videos werden auch gut ankommen. Und ja, von daher vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ja, supportet das Ding, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Peace.